Wir sind ja so betriebsblind geradeaus. Also diese Vielfalt, die in der letzten Zeit entstanden ist, auch in Sachen Handwerklichkeit zurückbringen, längere Stehzeiten, Hefewasser, so Spielereien, wo man gesagt hat, ach, so ein Schmann, ey, haben wir keine Zeit für so einen Blödsinn. Nee, das kam viel über diese Backbewegung, Quereinsteiger, die sich darüber einfach nochmal mehr Gedanken machen als wir, die immer sagen, na, haben wir schon immer so gemacht, ist halt so. Aber es gibt auch Leute, die halt einfach sich einfach nur beschweren. Und wenn es um Bäckersterben geht, da habe ich jetzt wieder die Tageszeitung vor Augen, da steht wieder ein Bäcker vor so einem alten Regal, das seit 30 Jahren das Gleiche ist, zieht die Schleppe nach unten, guckt ganz traurig und sagt, der böse Kunde ist nicht mehr zu uns gekommen, Bäckersterben. Wirklich ausgeschlossen, die nichts dafür können, die rechtzeitig sich um Nachfolge bemüht haben, die immer investiert haben, den Betrieb attraktiv auch halten. Ja. Aber meistens ist ja das Gegenteil von dem und das ist dann plötzlich das Bäckersterben. Und die Tradition ist so geil, aber Nachfolger sind keine Denkmalpfleger. Mhm. Ich wollte herausfinden, ob die Organismen, die im Sauerteig sind, sich mit Schallwellen beeinflussen lassen. Das Ganze haben wir genannt AC/DC versus Mozart und haben dann tatsächlich Sauerteig mit Musik beschallt. Pot mit Ei, der kulinarische Podcast mit Blicken auf, über und unter den Tellerrand. Und hier ist Ihr Gastgeber, Tim Was-Los-Digger-Hausmann. Willkommen zu einer neuen Folge Pot mit Ei, dem Food-Podcast von Brot mit Ei. Heute haben wir den Bäcker des Jahres, Wackenbäcker, Unternehmer und Brotsommelier Axel Schmidt bei uns zu Gast. Axel ist gelernter Bäcker. Danach folgte die Ausbildung zum Konditor und später noch an der Weinheimer Akademie des Deutschen Bäckerhandwerks die Ausbildung zum Brotsommelier. Nach dem plötzlichen Tod seines Vaters war Axel gezwungen, den Backbetrieb zu übernehmen, den er aber in den letzten Jahren gemeinsam mit seiner Frau und seinem Team immer weiter ausbaute und modernisierte. Neben Auftritten in diversen Fernsehformaten wie im Frühstücksfernsehen, Abenteuerleben und vielen weiteren Fernsehshows hat Axel nun sein zweites Buch rausgebracht. Schlank mit Brot. Mit seinem neuesten Buch möchte er zeigen, dass eine glutenfreie Ernährung nichts mit einer Diät zu tun haben sollte. Wir sprechen natürlich über diese Themen, was ein Brotsommelier eigentlich ist und wie genau er den Spagat zwischen Unternehmertum, Social Media, Fernsehen hinbekommt. Wie er zum offiziellen Wackenbäcker geworden ist und was er in Zukunft noch alles vorhat, das erzählt er euch jetzt gleich selbst. Hört einfach rein, viel Spaß bei der neuen Folge Pot mit Ei mit Axel Schmidt. Ganz kurz vorweg, wir müssen das Eis brechen. Was ist ein Brotsommelier? Brotsommelier? Mhm. Ja, also Sommelier, Weinsommelier kennt ja jeder in der Gastronomie. Der kommt dann irgendwann mal zum Tisch und erzählt dir was über blumige Aromen und irgendwie einmal durch den Rosengarten und Tannine rauf und runter. Das machen wir Brotsommeliers nicht. Brotsommelier ist eine Zusatzausbildung, die du als Bäckermeister oder die den Bäckermeister voraussetzt. Also es ist, ich weiß, ich kriege immer mal, also ich bin ja auch online unterwegs, ne? Also Influenz. Ja, du bist scheinbar überall unterwegs. Und wenn man dich googelt, dann bist du wirklich überall. Wie eine Seuche. Nein, aber viele, also manche Leute triggert das ein bisschen, ne? Dieses Brotsommelier. Brauchst du es noch? Früher hat es Bäcker geheißen und das ist überall ein Sommelier. Aber es sind ja nicht die gleichen, es ist ja nicht das Gleiche. Nein, es ist nicht das Gleiche. Also der Brotsommelier ist eine ähnliche, auch eine wertige Ausbildung wie der Weinsommelier. So richtig. Wir machen 10 Monate lang eine Ausbildung. Du musst vorher Bäckermeister sein oder vergleichbare Ausbildung, Meistertitel haben. Und dann wirklich auch 4 Tage Prüfung. Du musst eine Projektarbeit schreiben. Du hast verschiedene Fächer, Sensorik, wo du viel trainierst, Geschichte, international, national, eine Aromasprache. Aber wenn du jetzt eine Ausbildung dafür brauchst, ich glaube, brauchst du für den Sommelier brauchst du ja keine Ausbildung. Für den Weinsommelier. Für den kann ich gar nicht so, könnt ihr in die Comics schreiben. Ich weiß nicht, was man alles sein muss, dass man für einen Weinsommelier, bloß dass die Ausbildung lang und auch anspruchsvoll ist. Und du musst viel saufen. Das ist auch so ähnlich wie beim Brotsommelier. Wir haben auch Food Pairing, also jetzt wirklich haben wir Food Pairing, viele, viele Tage, wo dann auch Brot und Wein, Brot und Bier, Brot und Aufstriche, Brot und Käse, alles was die Aromaten, die miteinander zusammenpassen oder eben nicht zusammenpassen, aber in einer Triangulation dann wieder mit einem anderen Aroma gut zusammenpassen. Ah, ja. Das alles magst du beim Bäckermeister nicht. Da lernst du, wie du geil bäckst, wie du richtig die ganze Backtechnologie kapierst und einen Betrieb führst. Das magst du alles beim Brotsommelier nicht, sondern das baut dann daran auf und erweitert einfach nochmal dein Feld. 4 Tage Prüfung kannst du locker auch mal gut durchfallen, hast du dann auch mal irgendwas zwischen 10.000 und 15.000 Euro dann an den Backen geschmiert. Wie viel? 10 bis 15. Also alles. Ich habe ja eine fette Projektarbeit gemacht, die mich den ganzen Sommer lang beschäftigt hat. Da musst du auf 40 bis 60 Seiten neues Wissen über Brot schaffen. Kann ich mal ganz kurz für die Kamera, weil Wackenbäcker, wie wird man Wackenbäcker? Wie die Mutter zum Kind. Also das hatte tatsächlich mit meiner Projektarbeit was zu tun vom Brotsommelier. Also das kann ich jetzt so als Learning mitgeben. Also keine extra Meile ist umsonst. Das hatte wirklich was. Kannst du einfach kurz dieses Brot in die Kamera halten, während du das erzählst? Ja, genau.
Ja, gibt es dann auch ab nächstes Jahr. Bullhead Bread mit Hörnern dran, tatsächlich ab nächstes Jahr überall, wo es Brote gibt. Ach so, du meinst ein bisschen wie eine Brezel, nur anders geschwungen? Oder, ist auch im Buch drin. Ich suche es dann mal raus und dann halten wir es mal hoch, wenn ich es finde. Also das ist das Logo, kennt jeder. Und wer Wacken nicht kennt, das ist ein Festival. Ein Hardrock-Festival, das größte seiner Art, das Mekka. Jeder auf der Welt möchte da mal hin. Ich halte gerade einen riesengroßen Laib Brot in die Kamera, auf dem das Logo des Wacken-Festivals zu sehen ist. Ein Bullhead, ein Schädel, aber vegan, weil Januar. Wenn er es wegträgt, erzähle ich weiter hier im Podcast und halt mal, so sieht es dann aus. Also das wird es nächstes Jahr geben, auch in dieser Form. Also das ist ja wirklich, überall, wo es Brot, das ist ein richtig gebackenes Brot. Kann man dann kaufen, kann man auch als Gastronom, liebe Gastronomen, dann bestellen im Handel. Und seine Brotbuffet damit aufpimpen. Mega geil. Also ich sag mal so, saisonal gesehen ist das keine schlechte Entscheidung, sich so ein Brot in die Auslage zu legen. Ja, sieht super aus und ist am mega, ist ein Ruchteig, ist lang fermentiert, ist mega lecker. Da kommen wir dann aber noch dazu. Mensch, wo waren wir denn? Projektarbeit, Wacken. Wie kommt man denn nach Wacken? Also ich bin Mettler, wer mich nicht kennt. Ich habe so einen langen Bart und hier und so einen Pferdeschwanz und so, wie so ein Mettler ausschaut. So ein kleiner. Und habe früher auch immer Musik gespielt, meine groß geworden mit, wie jeder glaube ich, mit Metallica, AC/DC, so die Einstiegsdrogen. Jo. Overkill damals war der Grund, weshalb meine Mutter das erste Mal in die Schule berufen wurde, in der ersten Klasse. Warum? Weil die Texte so Weil ich waren? Auf Englisch irgendwelche Motherfucker-Texte vor mich hergesummt und gesungen habe. Dämonische Beschwörungsformen. Ja, die ich selbst dann natürlich nicht verstanden habe, aber die Lehrerin fand es bemerkenswert. So bemerkenswert, dass sie meine Mutter reinzitiert hat. Was dann später? Oh, mir springen zu viel. Also, Projektarbeit. Ich mache ja gar nichts. Also, du springst. Entschuldigung. Ja, ich bin im Kopf. Entschuldigung, das passiert alles in meinem Kopf. Leute, ich kann Farben schmecken. Nein, Projektarbeit. Ich wollte herausfinden, ob Sauerteig, die Organismen, die im Sauerteig sind, sich mit Schallwellen beeinflussen lassen. Das Ganze haben wir genannt AC/DC versus Mozart und haben dann tatsächlich Sauerteig mit Musik beschallt. Haben das Ganze für die Projektarbeit ein bisschen marketingtechnisch, weil das gehört auch zum Brotsommelier dazu, Außendarstellung des Bäckerhandwerks oder des Brotes. Und haben wir das dann aufgeblasen, nannten das dann eben AC/DC versus Mozart und haben dann verschiedene Schallfrequenzbereiche auf den Sauerteig losgelassen. Ich habe da ein Aromastudio gebaut, in dem wir den gleichen Luftdruck, Luftfeuchtigkeit, Temperatur steuern konnten, dass wir immer gleiche Bedingungen hatten, hatten immer die gleichen Starterkulturen für den Sauerteig, 16 Stunden und 90 Dezibel Lautstärke. Das ist so der Düsenjäger, so wie im Festzelt. Und über welchen Zeitraum wurde es? 16 Stunden pro Versuch. Aha. Dann verschiedene Frequenz, also Herzbereiche, tiefes Gebrummel, ne, dann immer höher werden. Aber ein Teig immer mit klassischer Musik? Nein, immer mit 16 Stunden. Wir hatten einen Null, einen ohne. Ne? Und das haben wir dann immer auch vergleichs, also dass es keinen Ausreißer gibt oder so, und haben das dann immer miteinander verglichen, sofort eingefroren und dann alles ins Labor untersuchen lassen, dann zusammen die Versuche. Das ist interessant. Das war mega cool, weil Bewegung, Schallwellen sind ja Schwingungen, also Ohren hat der Sauerteig nicht. Mhm. Ne, und alle Esoteriker der Welt haben mich angerufen. Also ich kenne jede Story von in der Kirche besungenem Weihwasser und also das ist es nicht. Das ist es nicht. Es sollte wissenschaftlich sein. Ich kenne es nur von Reis und von den Versuchen, dass das Wasser natürlich auch, genau. Das Wasser auf das sowohl mit auf Kühn, gutes Zusprechen als auch schlechtes Zusprechen wohl reagiert, also quasi doch Energieübertragung, aber halt auch Schallwellen und durch Musik. Deswegen ist das ja gar nicht so abwegig. Ja, und das schreibt er mal bitte alles hier nur ihm, was ihr darüber jetzt wissen wollt. Bitte nicht mir, ich hatte schon alle. Bitte, Fragen dazu zum Wasser, das links rumdreht, rechts rumdreht. An Pott mit Ei, bitte. An Pott mit Ei? Pott mit Ei hat damit nichts zu tun. Einfach an Pott mit Ei. Abfalleimer, Pott mit Ei. So schaut's aus. Da könnt ihr es mir einfach zuschicken. Und da hat das Wacken-Festival gesagt. Also diese Projektarbeit war fett. Hat einen ganzen Sommer gedauert, 40 Seiten drüber. Alles ausgeschlachtet bis hin zu erste Seite, Bildzeitung, Helene Fischer macht Sauerteig zu sauer. Und bei Kebikus, die Kollegin Kebikus hat es gleich auf. Ich hatte JBO zu Gast bei mir, die Band, wer die kennt vielleicht, JBO, hat bei mir gebacken und dann waren auch ein paar Menschen von der Presse da. Nee, ich kenne nur HBO. JBO. Was ist das? Oh, das ist so eine Rockband. Googelt mal. Okay. Googelt mal. Schön lustige Metal. Lustig Metal auf Deutsch. Und da waren dann ein paar Leute da und haben mich dann gefragt, ja, wie ist denn der Versuch ausgegangen? Und dann habe ich gesagt, ja, also E-Gitarren mag der Sauerteig schon lieber, weil tatsächlich kam raus, je kleiner die Schallwelle, je höher die Frequenz, nämlich bei Ultraschall konnten wir was im Teig verändern. Säuregrad und pH-Wert hat sich da verändert, sprich, es wurde leicht aromatischer. Dafür haben wir
mit 90 Dezibel, Vollgas. Die Nachbarn haben sich gefreut. Es ging nämlich den ganzen Sommer lang immer laut. Ich 16 dachte, du Stunden hast zumindest einen dichten Raum dafür. Ja, ja, aber ja? 90 Dezibel ist. Als würde eine Rockband in deiner Garage spielen. So hört sich's draußen an. Und und dann habe ich eben gesagt, ja, hohe Töne sind gut, aber Helene Fischer geht überhaupt nicht. Das habe ich so ein bisschen aus Spaß gesagt. Mhm. Da suizidgefährdet der Sauerteig, der fließt vom Tisch fertig. Das Interview dauerte ungefähr eine Stunde. Die Band hat geredet, ich habe geredet. Und raus kam, wie die Presse das so macht, eine große Überschrift. Helene Fischer macht sich halt Sauerteig zu sauer. Ja. Das war die Überschrift. Die DPA hat es dann geworfen, Deutsche Presseagentur, bei der sich jede Zeitung bedient. Ja. Also hatten wir 300 Printartikel am nächsten Tag in den Zeitungen, dass Helene Fischer schlecht für Sauerteig ist. Und du die Klage von Helene am Hals? Also ich würde auch mit ihr backen. Also ich würde auch in ihrer Silvester-Show. Ja, wohl nicht mehr. Ja doch, das kann sie ja das Gegenteil beweisen. Liebe Helene, ich weiß, du hörst diesen Pott bestimmt. Ja, Helene ist, glaube ich, die erste Zuhörerin gewesen. Mhm. Okay, gut. Wie viel haben wir jetzt? Zwei. Dich und mich. Nein, ich bin unterwürfigst vor deinem aufgebauten Podcast hier. Supergeil. Also gut, Helene Fischer, Sauerteig, Projektarbeit. Und dann habe ich darüber Vorträge gehalten, weil auch die Presse und irgendjemand wird immer mal bei so Kongressen oder so, muss ja jemand sprechen. Da ging es um Motivation und Innovation im Handwerk, weil es vor mir ja keinen Bäcker gab, der solche Sachen gemacht hat, überhaupt. Öffentlichkeit, seltsame Versuche. Es war immer so, wie es meistens jetzt bei den Leuten im Hirn noch so ist, Bäcker werden als nachtaktive Höhlentrolle irgendwie wahrgenommen. Ja. Hattest du ein anderes Bild vorher? Ja, hier in Berlin nicht mehr, weil hier gibt es diese gläsernen Bäckereien, in denen man sieht, dass die pfeifend, singend, tanzend und klatschend ihre Teigrohlinge falten. Ja. Ne? Aber auch nur in der Zeit zwischen 12 und 4 und dann ist Feierabend. Ja, ja, ja. Das ist wie in der Koppenrad- und Wiese-Werbung. Da genau. Sitzen vier Leute um das Brötchen und lachen und einer schneidet. Und irgendeiner rührt irgendwas zusammen. Ja, und da sprach auch der Chef vom Wacken Open Air, wie man ein Management für 80.000 Leute Food-Organisation macht. Das war nämlich so ein Food-Kongress. Mhm. Und dann fand sein Management die Story so geil. Die Axel-Schmidt-Story, die so parallel zu diesem Wacken-Universum läuft. Ja, passt ja auch super. Kleiner Bäcker vom Land, totgesagt schon fünfmal, schwerer Schlag, plötzlich übernehmen, schon totgesagt zwischendurch und dann so diesen steilen Aufstieg. Das fanden die so geil, weil es bei ihnen ja auch so war mit dem Festival. Und dann Mettler und Musikbeschallung. Und am Schluss hat natürlich die Metal-Musik gewonnen, weil da ja die E-Gitarren quietschen, hohe Töne. Mhm. Und dann haben wir uns getroffen, Videos gemacht, wie die Mutter zum Kind. Eingeladen nach Wacken, dann dort mit den Bands gebacken, jetzt mittlerweile überall unterwegs. Und alle schreien Brötchen, Brötchen, wenn ich nur meinen Kopf aus der Kulisse hinten rausstrecke. Muss ich mir hochladen, das Video. So Moment, fett. Als du auf der Bühne deinen Kopf rausgestreckt hast? Ja. Haben sie Brötchen, Brötchen geschrien? Mainstage, vor 10.000 Leuten auf einmal schreit einer, der Bäcker! Und dann, du bist mein Lieblings-YouTuber, Brötchen. Und dann hat sich so nach hinten ja, einmal durchgewellt. Diese schöne Dynamik auf Festivals. Ne? Genau. Und das, ach, schön. Hast du das Video? Ja. Können wir das hier einspielen? Das können wir mit Sicherheit machen. Nehme ich jetzt. Brötchen, 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 Brötchen. Ihr seid der Hammer. Ganz kurz, bevor du verhungerst, habe ich uns was bestellt. Ich bin zum Zeitpunkt der Aufnahme immer noch im Veganuar. Das heißt, für mich gibt es heute eine Acai-Bowl. So habe ich das gelernt. Nicht Acai-Bowl, Acai. Hat das was mit Assi zu tun? Das tun. Werde ich noch ich bin Franke. Hört man das? Ich zu tun? Entschuldigung. Lothar Matthäus ist mein Teacher. Ich habe an Alexander Herrmann gedacht. Auch. Auch, ne? Ähnliches Verbrechen an der Aussprache. Das hast du jetzt gesagt. Nein, Alex, ich liebe dich. Wir lieben dich alle. Keine Ahnung, komm doch mal vorbei, dann kann ich es rausfinden. Acai-Bowl für mich. Du hast, weißt du was du vor dir hast? Vietnamesisches Frühstück. Oh. Das ist ein Banh Mi. Banh Mi ist durch die Besetzung durch Vietnam, also durch Frankreich, haben sich die Einflüsse der kulinarischen Welt vermischt. Sprich, wir haben hier ein mit Reismehl gebackenes Baguette im Normalfall. Dadurch, dass natürlich dort das Weizenmehl nicht vertreten war, haben sie Reismehl genommen und haben das französische Baguette zu ihrem Baguette gemacht. Da drin hast du eine Pastete, sprich, du hast eine Leberpastete von, das ist so typisch dieser Geschmack davon, aus der französischen Welt, gepaart mit einem Schweinebauch aus der vietnamesischen Welt. Habt ihr es gerochen? Sehr, sehr lecker, mit Koriander, frischem Gemüse. Ich liebe das über alles. Und vor dir hast du Banana Crepe Rolls, also sprich französische Crepes, gefüllt mit Banane und Haselnusscreme.
und eine Vanillesoße zum Übergießen. Das ist, also die Dinge, die liebe ich auch. Okay. Ich frühstücke da sehr gern. Habt ihr heute mein Frühstück bestellt, was ich ja heute nicht essen kann? Weil ich werde hier an meiner Acai-Bowl rumlümmeln. Aber ich habe uns auch zwei Ingwer-Shots bestellt. Ich würde sagen, cheers. Hatte ich erwähnt, dass ich vom Land komme? Deswegen brauchst du doch mal neue Eindrücke, oder? Ja, ja. Ja, ich hoffe, es schmeckt dir. Also bei uns wäre das ein belegtes Brötchen hier. Also sieht so aus, aber... Banh mi. Mhm. Das wäre ein Rezept für dich, oder? Reismehlbaguette? Ja, ist halt auch nicht so das Ding, ne? Ich weiß nicht, ob man das so... Wollen wir machen. Kampai, auf dich. Aha. Mhm. Wir trinken jetzt, für alle Hörer. Ah! Yum. Es zwirbelt. Es zwirbelt richtig. Mit welcher Backware, Axel, kann man dich so richtig glücklich machen? Ja, ich bin so ein Brotliebhaber tatsächlich. Aber ich kann mich jetzt gar nicht festlegen, welches Brot mein Lieblings ist. Wechselt auch. Okay, nehmen wir an, du gehst morgens aus der Tür, du hast deinen Lieblingsbäcker. Wohnen da auch zufällig? Du kommst aus der Bäckerei. Frankenwiener. Dein Lieblingsbäcker, den du nur vorstellen könntest, warst du in Frankreich, Italien, egal wo. Ja. Und gehst da rein und holst dir eine Sache. Welche Sache wäre das? Oh. So morgens am Aufstehen. Kaffee hast du schon getrunken. Ja, also ich bin jetzt kein so Croissant-Mensch. Oder nee. Also wir in Franken haben da ganz eigene Sachen, so Eierweg und Eierring. Ja. Das geht in die Richtung, aber ein bisschen anders, in regional. Aber ich stehe auf Brot. Ich hole mir dann aber zum Frühstück was Leichtes, tatsächlich Dinkel- oder Weizenbasiert, schön lang fermentiert, minimal Gewürze, scharf angebacken, wirklich scharf, dunkel gebacken, knusprig, knackig innen drin, aber soft, darf ruhig ein bisschen glitschig sein, lätschig. Mhm. Versteht das hier jemand? Ja. So ein bisschen so ein Glitsch. Also am besten zumindest. Mit... Das kann man mit Vorstufen, mit einem Kochstück eventuell machen. Mhm. Was, das Kochstück musst du erklären. Kochstück muss ich erklären. Mhm. Da wird Wasser genommen und Mehl und das wird miteinander gekocht. Dadurch verändert sich quasi das Eiweiß und kann mehr, also die Oberfläche von dem Getreide, wenn man das unter dem Mikroskop sehen würde, kann mehr Feuchtigkeit aufnehmen und bindet die ganze Sache. Mhm. Prinzip Mehlschwitze oder Vanillepudding. No? Erst flüssig, dann schüttet man es rein und kocht und plötzlich ist es ein... Ich habe das irgendwann mal mit Milch gemacht, habe das Milchschwitze genannt, ja, bei Burger Buns. Ja, zum Beispiel. Ja. No? Und das bindet einfach mehr Flüssigkeit und auch nachhaltig. Also beim Backen verdampft das ja was. Das heißt, das Gebäck bleibt feuchter. Genau, es ist mehr Feuchtigkeit im Gebäck. Anders als bei der Wurst, wo man sagt, man will Wasser schnittfest machen eventuell, sondern wir wollen einfach... Also du meinst bei Brühwurst? Welche Wurst auch immer, ja. Wasser verkauft sich halt günstiger als Fleisch. Aber es ist, war jetzt überhaupt kein Vorwurf der Metzger gegenüber. Ich liebe Wurst. Zu spät. Viel Spaß. Alle Metzger bitte... Auch an Pott mit Ei. Bitte an Pott mit Ei. Das wird direkt... Aber du, also was wäre, wenn du jetzt... hast kein Messer da, du hast auch keinen Belag, ja. Bist in einer fremden Stadt, musst schnell was frühstücken, was willst du dir da holen? Kein Messer, kein Belag, kein Ding. Mhm. Ja, also musst irgendwas, was schnell reingeht. Ach so. Mhm. Ja, also... So ein Ditch, so eine schöne Ditch. Beim Bäcker? Beim Bäcker? Ja, also ich bin ja Franke, ich bin ja hier fast Schwabe und Bayer, also so Laugengebäck geht immer. Ja. Pur, gib ihm. Laugenbrezel, Laugenstange, lieb ich, sterb ich. Mhm. Mit Käse oder ohne? Ach, geht auch. Käse geht auch. Aber dann, ja, gern auch ohne. Hast du auch, ich habe das früher in der Schulzeit gehabt, da gab es immer so ein Bäckerfenster... Und es wurde immer was anderes gehypt, aber wir hatten so eine richtig üble Laugenstange, ja. Die mit ganz billigem Käse gratiniert worden ist, wo die Käseflatscher dreimal so viel Raum eingenommen haben wie die Laugenstange an sich. So ein Guilty Pleasure. Hast du so ein Guilty Gebäcks-Pleasure? Und damit haben wir eigentlich schon die Kategorie und die heißt... Das streichelt dir das Zäpfchen. Oh, ist das eine Kategorie oder hast du die gerade erfunden? Nein, das ist wirklich eine Kategorie, die ich auch gerade eingesprochen von unserem lieben Synchronsprecher. Hast du irgendwie so ein Gebäck, wo du sagst, hey, das ist schon nasty, eigentlich darf man das nicht sagen, aber ich liebe es über alles? Ja, also ich bin ja wirklich auch so ein Süßliebhaber. Mhm. Also ich bin ja auch Konditor, also wenn ich jetzt sage, Brot ist geil, natürlich mit Röststoffen allem drum und dran, ja. Aber ich mag auch diese fetten Bomben, irgendwas doppelt und dreifach gefüllt, eben mit dieser Nuss-Nougat-Paste oder irgendwas Vanilliges, wo wirklich diese Stippen von der Vanille mit drin sind, echt was echt Leckeres. Und vielleicht noch ein bisschen Pistaziencreme mit drin und das am besten in drei Schichten übereinander eingefroren, verschiedene Kerne und noch außenrum irgendwas Fettes, Brioche-mäßiges. Da hast du mich. Warum werden so Kreppel, heißen die da, wo ich herkomme, Krapfen, Berliner Pfannkuchen, warum sind die immer so spärlich befüllt?
Weiß ich nicht. Also ich hau die doppelte Menge rein. Ich könnte jetzt Werbung so für meinen Betrieb machen. Ja, ja, also da gibt es jetzt keine Regel. Ne? Es gibt jetzt keine güldene Füllung, Regelfüllung. Aber ich weiß nicht, wo du deine kaufst, sag's jetzt bitte nicht. Aber beim Handwerksbäcker können wir das beeinflussen. Und wir machen das dann auch meistens so, dass es auch den Leuten passt. Vielleicht solltest du nicht beim Discounter, weil wo es nur über den Preis geht. Also ich hau jetzt einfach mal die Aussage auf den Tisch. Ihr könnt den ganzen Shitstorm bitte wieder am Pott mit Ei. Na, das sag ich bei mir beim Handwerk. Also ich liebe auch viel Füllung und deswegen kommt da auch ordentlich was rein. Was ist denn in deinem Krapfen am liebsten drin? Ich habe eine rote Marmelade im Sinn. Orange finde ich jetzt nicht so geil. Es gibt ja manchmal diese, wie heißt das? Das ist auch so typisch im Bäckerhandwerk, sowas, womit man Sachen bestreicht, so Danish. Weißt du, so Pastry. So ein Fondant? Nee, wir hatten früher im Hotel, da mussten wir immer so eine Aprikosen-Konfitüre mit Wasser vermengen und dann mussten wir die morgens bepinseln, dass sie so einen Glanz haben. Mhm. Das ist so richtig typisch, dass da Aprikose drauf muss. Aprikose hast du oftmals auch als Füllung, aber ich glaube, ich habe immer, was ist denn, ist da Erdbeer? Also ich kann dir sagen, es gibt verschiedene, es ist eine regionale Sache tatsächlich. Also es ist verschiedene regionalen in Deutschland. Pflaume ist eher so ostdeutsch. Ja. Das heißt Pflaume sehr. Norddeutsch ist Aprikose. Dann rote Beere ist überall so in den Zwischenländern. Rote Beere und so ein roter Bärenmix. Ja, da kannst du alles reinhauen. Das ist irgendwie alles. Was auch immer. Hoffentlich vegan im Januar. Und bei uns ist es Hefe. Hagebutte. Hefenmark. Hefe? Ja. Geilo. Noch nie einen Hefenmark drauf, da könnte nicht anderes rein. Aber ich habe das Wort Hefe noch nie in meinem Leben gehört. Aber Hagebuttenmarmelade habe ich mal das Gefühl, ich wäre allein damit. Weil das ist ein geiles Zeug. Hagebutte, mega. Ist in Franken total und da die doppelte Füllung rein. Hefenmark im fränkischen Krapfen, bei uns heißt es Krapfen. Aber wie gesagt, Berliner, Kreppel, Pfannkuchen, alles erlaubt. Schön. Aber nicht bei uns. Da hätte ich mich jetzt drüber gefreut. Aber du hast ja auch andere Geschenke mitgebracht, sehe ich da hinten. Ich wäre bereit, dass du mich einfach damit überschüttest. Ja, also gut. Ich würde jetzt einfach meine Hand aufhalten und du stapelst, bis meine Hände nachgeben. Dann sehe ich hier diesen formschönen Brotbeutel. Die beste Art, ein Brot richtig zu lagern. Ist das so? Axel Schmidt Brot, nicht die beste, aber die beste, die ich in meinem Shop habe. Also, wie halte ich denn mein Brot? Am besten frisch. Frisch. Ja, da würde ich dir empfehlen, einen Tontopf. Kauf dir schnell noch einen Römertopf, bevor das Ganze die Firma verklopft ist, leider. Habe ich mal bekommen. Ja. Habe ich weiter geschenkt, weil ich mag das Geräusch nicht, wenn Ton aufeinander schmiert. Das ist ja, das findet ja in deinem Kopf statt. Ja, von mir aus. Da kann der Tontopf jetzt nicht raus aus meinem Kopf. Ja, also tatsächlich, der Tontopf, das ist eine natürliche Sache. Feuchtigkeit geht aus dem Brot raus. Das ist leider das Los unserer Backwaren. Ne? Das Mehl möchte einfach wieder trocken sein, deswegen stößt diese Feuchtigkeit ab. Aus der Krume, so heißt es innen im Brot, ne? Die wird leider immer trockener und drückt die Feuchtigkeit durch die Kruste nach außen, die wir eigentlich knusprig wollen. Also zwei schlechte Effekte. Die Krume wird trockener und die Kruste wird lätschig, wird zäh. Und wieso dann nicht in eine Plastiktüte, wo keine Luft rein? Dann ist alles zäh. Dann ist alles zäh. Das drückt es raus und dann, weißt du, wenn du ein Brot eine Stunde reinlegst, dann hast du schon so ein... Ja, ist eklig. So ein Lederstrumpf. Und Ton, was hat einen Vorteil? Warum hat Ton einen Vorteil? Das Brot gibt die Feuchtigkeit ab. Das kann dann durch diesen Naturton ein bisschen aufgenommen werden. Auch gibt auch wieder ein bisschen ab, wenn es dann trocken ist. Also das ist so ein, das Milieu ist dann recht ausgeglichen. Das sieht aber schön aus. Ja, schick, ne? Und doch viel größer. Und dann das kann man auch als Boulder-Sack nehmen. Da gibt es ein bisschen Kalk rein. Ja, da passt auch ordentlich was rein. Dann hoch 5 Kilo Kalk mit hochnehmen. Falls es mal wieder länger dauert hier an der Eiger-Nordwand. Ja, weiß ja nicht, wo ich klettern gehe, ne? Ja, in Berlin? Das ist doch schön. Ja, und schon schaust du schön aus. Warte mal, ich drehe es noch ein bisschen zu. Also er hat sich über den Kopf gezogen, weil wir hier an Karnevalsverein-Dings sind. Auch so ganz nett. Ja, also ich finde auch, wenn man mal jemand kidnappen möchte, wäre das der passende Sack dafür. Rot mit Sack. Was gibt's? Ich habe da hinten noch mehr gesehen. Großer Sack mit Rotgeschmack. Was hast du noch für mich mitgebracht? Was haben wir noch? Ah, das Wichtigste. Oh, hey, ein Kochbuch. Das ist ein Backbuch. Entschuldigung. Für das ich natürlich sehr gerne Werbung mache, denn... Auch ich bin darin enthalten. Ich habe... Mach mal Werbung. Ich hab ein Rezept gespendet für das neue Backbuch von Axel Schmidt. Schlank mit Brot. Ja, der Gamechanger in eurem Leben. Würde ich aber später nochmal zukommen. Ja, unbedingt. Aber ich nehme natürlich erstmal alles an mich, was ich... Na, ich nehme dir das wieder weg. Du hast ja vom Verlag eins gekriegt. Ja, das stimmt wohl. das ist das alte? Das ist das
nicht das alte, sondern das ist mein erstes Buch. Das gereifte. Ja. Bread Ager. Mhm. Nein, also das ist tatsächlich, das war mein Aufstieg irgendwo in belesene Wege hier, ja. Mein erstes Buch. Wie viel hast du insgesamt? Zwei. Zwei, ja. Ich hätte nie gedacht, dass ich jemals ein Buch schreibe. Ja. Aber durch meine vielen Fernsehsachen haben sich da so viele Rezepte angesammelt. Ich habe ja gestartet meine Fernsehkarriere im Regionalfernsehen bei uns. TV Mainfranken. Olle, olle, da haben wir über 150 Sendungen. Ist gut jetzt gedreht. TV Mainfranken, das ist ein Sender? Ja, natürlich. Was ist denn ein Regionalsender bei dir? Ist doch BR wahrscheinlich, ne? Oder? Ja, BR ist ein drittes, ist öffentlich-rechtlich. Das ist noch, schon, da gibt es noch eine Sparte drunter, das sind Regionalsender, die gibt es hier auch, RBB. Aber RBB ist ja wie BR. Ich weiß nicht, ob RBB von den Dritten ist. Auf jeden Fall, die werden nicht durch deine Sachen bezahlt, durch deine Zwangsgebühren. Ja, hier, die da oben wieder. Zwangsgebühren, ne? Wir lassen sie nicht von der abschaffen. Vom Schiff. Wir lassen sie nicht von der Fähre. Nein, die werden da nicht finanziert, sondern die müssen mit, so wie hier, low budget, wie bei uns Influencern. So schaut's aus. Die müssen aus nichts geil sein. Wir leben von Liebe und von euren Klicks. Also, aber auch, also Liebe in Form von Bewertung. Und wenn ihr schon dabei seid, könnt ihr diesen Podcast auch gern mal auf allen Plattformen bewerten mit 5 von 5 Sternen. Nämlich. Und wenn loben. Ihr kein, also und wenn ihr kein Apple Music habt, dann kauft euch ein iPhone und macht das bitte. War das jetzt schon wieder Werbung? Nein, es geht. Warum hast du da hinten? Die könntest du nachher wegschmeißen. Viele iPhone-Kartons. Die können das wegschmeißen für die Bewertung. Also dann, und wenn ihr kein Amazon Music habt, dann geht ihr kurz auf Amazon Music, macht euch einen Account und bewertet bitte kurz. Ja, mit vielen Sternen und am besten noch was hinschreiben. Das wäre lieb. Ganz lieb. Ich glaube, da kann man nichts hinschreiben. Aber wenn es geht, dann schreibt dem Kundensupport, dass ihr gerne was hinschreiben wollt. Aber ihr könnt auch bei Amazon Bücher kaufen und da kann man was hinschreiben. Da kann man hinschreiben, geilstes Buch, noch nie so ein leckeres Buch gegessen, was auch immer. Das Buch würde ich dann später essen. Ja. Aber wo waren wir denn schon wieder? Mensch, wir reden. Nein, ich wollte, das war eigentlich der perfekte Übergang. Hast du schon irgendwas von deinem Banana Rolls probiert? Geschenke. Da waren wir. Hier ein schickes, das kleine Schwarze, hier ein Schürzchen. Ich habe hier ein Schürzchen mitgebracht, dass er sich dann nicht schmutzig macht, denn wir werden auch noch bewegtes Bild machen. Aber wir waren beim Regionalfernsehen. Also da gibt es tatsächlich noch Leute, die sich wirklich abstrampeln für regionale Nachrichten, wo du dann weißt, dass der Nachbar gestern das Fenster aufgelassen hat. Und solche Dinge. Na, wie die Tageszeitung, so als überregionale Fernsehsendung. Ah, ich glaube, das hieß hier offener Kanal. Ja, also schreibt es doch mal in die Kommis, wie heißt denn euer Regionalsender? Wirst mal sehen, alle außer dir wissen, dass es sowas gibt. Das könnte sein. Gibt so einen Regionalsender. Und da also, hast du ein Potpourri an Rezepten angesammelt? Genau. 150 Sendungen und da musst du ja jedes Mal auch was einfallen lassen, was einfach anders ist als das, was halt die Klassiker sind. Ich hätte ja auch 100 Klassiker machen können, aber da musst du immer was einfallen lassen. Und dann kam eben Sat.1 und Kabel 1 dazu. Kabel 1 habe ich eine Rubrik bei Abenteuer Leben, die nennt sich Backen in Geil. Dauerhaft. Backen in Geil nennt sie sich. Könnt ihr mal. Gedreht? Wo? In meinem Fernsehstudio. Ich habe mittlerweile ein eigenes Fernsehstudio über meiner Backstube. Jetzt springen wir wieder. Also ich habe zu Hause eine Backstube. Also ich bin eigentlich vom Land, bin ganz bodenständig, so ein richtiger Dorfi. Deswegen kenne ich auch hier dein Essen gar nicht. Banane? Deswegen was ist Banane? Deswegen hast du es auch noch gar nicht Basics probiert. Anfangen. Doch, ja, ich rede ja die ganze Zeit. Es tut mir auch so leid. Also Banane habe ich schon mal gesehen irgendwo. Der Rest esse ich gleich. Ich verspreche es. Aber wo waren wir denn da? Und da habe ich im Keller tatsächlich einfach so ein Musikstudio, wo man mit der Band Gas gibt. Ja. Und dann habe ich mittendrin eine echte Bäckerei, so im Erdgeschoss. Mhm. Und drüber habe ich dann so Vortragsräume und ein Fernsehstudio mittlerweile. Schön. So ein richtiges, ich schönes Studio. Muss mal vorbeikommen, glaube ich. Das würde mich sehr interessieren. Da drehen wir auch, wie gesagt, Clips für Sat.1, Clips, die ganze Rubrik Backen in Geil. Und da wurde es dann eben ein bisschen abgespaced. Da musst du dann wirklich viel nachdenken, weil Backen in Geil, das mussten immer extreme Sachen sein, entweder extrem einfach, hätte ich nie gedacht, dass das so funktioniert, oder eben viel mit Flammenwerfer und sehr kreativ. Ist schön für die Kreativität. Ich hätte niemals meinen Horizont so weit aufgemacht, wenn ich normal in meiner Bäckerei gesessen hätte und mir jeden Monat nur einmal das Brot des Monats ausgedacht hätte. Das denke ich mir ganz oft bei meinem Content, dass ich mich eigentlich gezwungenermaßen in Sachen reinfokussiere, so wie jetzt im veganen Januar. Das ist so wichtig, dass ich es mal mache. Ich mache es wahrscheinlich nie wieder. Und Krumentest? Das ist kein Reis. Das ist so provokativ für die Zuhörer. Kann ich dir sagen, das ist doch kein Reis. Ich glaube auch nicht, dass sie es hier mit Reismehl machen. Aber also traditionell in Vietnam würde es mit Reismehl gebacken werden. Jawohl. Und wie findest du es? Ist sehr frisch, ne? Schluckt sich auch gut. Ich spüle mal mit einem Ingwer-Shot schnell. Wir warten ab, wir wollen ja ein Urteil haben. Und?
Ja, sehr lecker. Dann kann zeig man, das kann bitte man, auch. Kann man nicht nur. Warum macht man eigentlich noch eine Konditorausbildung, wenn man Bäcker geworden ist? Ja, weil das zwei echt andere Berufe sind. Aber hat man nicht, also zumindest zum Teil auch, man hat doch, wenn ich jetzt Bäcker werde, dann hast du doch auch ein paar Elemente aus der Konditorlehre mitgenommen, oder? Also es gibt Schnittpunkte in den jeweiligen Ausbildungen, aber halt nicht kompletto? Bananen schmecken ja gut. Oder? Gabis erste Banane. Exotische Südfrüchte. Habe ich extra anliefern lassen für dich. Kennst du Gabis erste Banane? Mm-mm. Nein. Bin jünger. Ach so. Mm-hmm. Titanic-Magazin? Kennst du das? Das kenne ich als noch. Als Print noch? Gibt es das nicht mehr als Print? Weiß nicht. Also ich habe das nur noch digital, aber ist egal. Okay. Also gab es mal als Print. Ja. Und zu Zeiten der Wende seinerzeit. Ja. Prangte Zonen-Gabi auf der Titelseite mit Gabis erste Banane. Wer es nicht kennt, googelt's mal. Sau lustiges Bild. Natürlich brauchen wir ein bisschen schwarzen Humor. Ich verstehe. Ich kann da lachen. Aber ich bin ja auch zweisprachig aufgewachsen. Also ich darf ja auch... über alles sprechen? Ja, über alles sprechen. Aber wo waren wir? Die Konditorausbildung. Konditorausbildung. Warum hast du die noch mit drangehangen? Ja, das ist so, wie wenn du sagst, ich habe ja einen Autoführerschein. Motorradfahren ist genauso. Eigentlich dürfte ich doch auch Motorrad fahren. Oder Panzer. Oder fliegen. Ja. Flugzeug. Ich glaube, es ist so eher. Wieso? Ich habe da schon einen Führerschein. Wieso darf ich kein Flugzeug fliegen? Ist es so unterschiedlich nochmal? Ja, ist es tatsächlich. Also in der Schweiz ist ja dann nochmal Chocolatier und solche Dinge. Die sind alle bei uns in dem Konditor mit drin. Oder auf Zucker. Auch Zucker ist alles in dem Konditor mit drin. Das siehst du als Bäcker nie. Das siehst du einmal bei der überbetrieblichen Ausbildung oder wenn du irgendeine Zusatzqualifikation freiwillig machst und da geht es schon los. Da musst du interessierter Mensch sein am Leben und an dem Fach. Was ich ja immer Verfechter bin, dass man was mit Herzblut macht und nicht nur die Rente abwartet, weil nach der Arbeit kommt der Tod, sag ich jetzt mal. Jo. Also sollte zwischendrin auch schon Spaß machen. Und von daher ist wirklich, Bäcker ist Brot, Brötchen, Gleichgebäck, Lauch. So, ich habe jetzt wieder mal den Podcast allein geerbt. Ich musste kurz Kaffee holen. Ja, hier, Monsieur Ei von Brot mit Ei ist gerade weg. Also hier spricht nur noch das Brot. Die andere, die ignorieren das. Ignorieren ich laufe halt hier, ich muss Wäsche noch aufhängen. Ja, ich seht muss mal gucken, ja, ganz dass genau. die Steuer gemacht ist. Wer macht hier die ganze Arbeit? Ich, Leute. Aber ich erzähle euch das lieben gern, weil Konditor ist echt auch ein geiler Beruf. Bäcker ist auch so mega gut und es ist so vielfältig. Ein Riesenkoffer an Möglichkeiten, die du in beiden Berufen hast. Mhm. Und wenn du was richtig machst, brauchst du diese 3 bzw. 2 Jahre, wenn du das verkürzt, dann um das alles aufzusaugen, aufzunehmen. Das hat auch viel mit Wiederholung zu tun, auch mit viel Lernen, mit Ausbildung und Perfektion. Also sind viele Sachen, die so ein Handgefühl brauchen, die so ein bisschen da muss man was durch die Hand durchlaufen. Das ist was ein warmes, das sind natürliche Rohstoffe. Da muss man mal einen Jahreszeitenwechsel haben. Da muss man mal Mehl in den Finger haben, was ohne irgendwas, was mal bio, was mal nicht bio ist. Da muss man auch mal die große Keule mal anfahren lassen. Und mal sehen, wie so eine Fertigbackmischung sich verhält, dass man es alles mal getestet, gesehen hat und auch mal weiß, was man will und was man nicht will. Also das sollte man alles gesehen, das braucht alles Zeit, Erfahrung, Liebe. Und wenn man gut ist, auch gute Noten, liebe Kinder, gute Noten in der Schule hat, dann kann man das auch verkürzen. Und dann, wie lange hast du es gemacht? Ich hab 3 Jahre Bäcker gemacht, bei Erstausbildung, dann 2 Jahre meinen Konditor. Ja. Genau. Ja, das ist ja doppelt verkürzt, ne? Man kann ja... Kann man machen. Ich war dann noch bei der Bundeswehr. Seinerzeit musste man noch zur Bundeswehr. Wurde mal im Jahr abgeschafft. Aha. Ja, und du warst? Ich wurde nicht mehr gemustert. Wo wärst du denn wollte hin? Wollte ich nicht. Wo ich hin... Wärst du Zivildienstleister geworden oder... Vermutlich. Wehrdienst. Boah, ich weiß nicht. Kann man nicht auch irgendwie was sich ausdenken und dann das Land verlassen und nie wiederkommen oder so? Gibt es da nicht auch noch eine Möglichkeit? Ja, da gibt es bei Kabel 1 gibt's da so ein Format. Die Auswanderer. Gut, bei Deutschland. Ja, genau. Das wäre die Alternative gewesen. Aber seinerzeit hätte dich ja noch der Dings hier... Der Feldjäger zu Hause besucht und hätte gesagt, kommen Sie mir mal raus, was machen Sie hier? Podcast, kennt keine Sau. Das ist mir letztens bewusst zum Bund geworden. Meine Freundin kommt ja aus Sachsen-Anhalt und da ist ja Militär, spielt eine Riesenrolle. Bundis dort. Mhm. Und ein guter Freund von ihr, also eine gute Freundin, die ist mit einem Feldjäger zusammen. Und das wusste ich gar nicht, dass der hat ja auch das Recht, die Leute. Der Polizist. Genau, der kann die Leute auf der Straße zurechtweisen, warum er jetzt seinen scheiß Kaugummi auf die Straße gespuckt hat. Ja. Der kann die richtig zur Sau machen. Der hat auch so einen weißen Schlagstock. Der hat, weiß ich nicht, was. Weiß? Frag mich doch. Wofür steht der weiße Schlagstock? Der weiß nicht. Muss man, ja, keine Ahnung, ist vielleicht nicht so praktisch, muss man öfter sauber machen auch. Wenn man dich googelt, Axel, dann bist du überall zu sehen.
Du bist im Fernsehen, du bist im Radio, du bist auf irgendwelchen Metal-Bühnen zu sehen, du bist auf Buchcovern zu sehen und du bist auf Bühnen zu sehen, die jetzt nicht unbedingt was mit Musik zu tun haben, sondern eher sich um Fachbereiche handeln. Was machst du eigentlich nicht? Und du hast auch noch eine eigene Bäckerei. Ja. Das, also ganz kurz, du bist ja eigentlich, bist du ja in der Real. Du bist vorher war mein Hobby. Das echte Arbeiten ist meine Bäckerei. Du bist der Handwerker. Ja, genau. Also das ist vielleicht auch das Geheimnis so ein bisschen, dieser Mix. Ich muss nicht, ich hab viele Influencer-Kollegen oder Fernsehkollegen, die quasi in ihrer Sparte allein verhaftet sind. Ist gut, dass du es aussprichst wie die Seuche. Ja. Influencer. Influencer. Ja, Content Creator. Leute. Sind wir mal nicht so. Nein, ich meine die Aussprache von Influencer. Januar. Influencer Januar, da darf man das dann so sagen. Ansonsten heißt es wieder Content Creator innen. So, dann haben wir das geklärt. Mein Acai-Bowl ist gefroren. Ja, lecker. Du ja, bestätigen. Na komm, darf man das sagen? Muss auch alles gut schmecken. Meine Banane war hervorragend. Die ist wirklich lecker, die mag ich auch sehr gerne. Ist bestimmt nicht gut, wenn ich so nah ans Mikro gehe, immer mal so ein bisschen wackel. Aber ist egal. Wir waren beim... Bäckerei, ja. Und das ist das Gute, ich muss gar nichts. Also meine Mutter hat ein Schild an ihrer Tür, einen Scheiß muss ich, steht da drauf. Das finde ich auch ein gutes Lebensmotto, weil ist das, was du magst, auch wirklich das, was Spaß macht. Und ich sehe das Ganze so als Abenteuerspielplatz für Erwachsene. Ich muss die Bäckerei oder alles, das Leben? Was ich treibe. Ich lebe meinen kleinen Traum. Ich fühle mich sau wohl in allen Bereichen, in denen ich bin, und ich muss eigentlich gar nichts. Wenn ich jetzt morgen aufhöre, Content zu machen auf irgendwelchen Plattformen oder wenn mir irgendjemand in China die Plattform abdreht, dann geht aber bei vielen Kollegen der Stift, würde ich jetzt mal sagen, die darauf angewiesen sind. Sicherlich, also ja? Mit Sicherheit. Ohne, dass ich dich jetzt anschaue dabei. Mhm. Ich schaue dich an dabei. Wo bist du am liebsten? Das ist eine gute Frage. Ne? Also ich mag... Die Backstube liebe ich. Ich liebe es, bis in den Armen da überall mit drin zu sein. Da bin ich. Man muss ja auch sagen, du bist ja heute hier angereist. Ja. Es ist jetzt früh. Du bist hier morgens um 10 bist du irgendwie angekommen. Man fährt locker 5 Stunden, oder? Weil du hast ja unwahrscheinlich keine Autobahn. Und hier schneit's. Bei uns geht es ja mit Feldweg los. Ja, richtig. Und du hast heute Nacht noch gebacken. Ja. Wann bist du ins Bett? Ja, um 12. Ich habe ja hier vorbereitet. Um 12 bist du ins Bett, um 5 bist du aufgestanden? Ja, also ich war nicht in der Backstube heute. Ich habe nur für dich... 4 bist du aufgestanden. Und um 4, 10 warst du hier? Ja. So ist das. Völlig krank. Nein, das unchristlich ist... Unchristlich und krank. Das finde ich... Christlich. Blitz. Ich finde, das ist der Abenteuerspielplatz für Erwachsene. Ich finde es geil. Ich mag das Hans Dampf in allen Gassen. Ich habe es gerade gesagt, ich bin Musiker, ich liebe die Bühne. Ich war Bundeswehr, war ich beim Heeresmusikkorps. Ich habe Musik gespielt bei dem Bund. Nicht, dass jetzt jemand denkt, ich bin Kämpfer. Bin nicht Kombattant, nicht am Krieg teilnehmender. Und du hast die Geigen gespielt. Ich kann nur Trommelfeuer. Wenn das Schiff sinkt, dann bist du der Geigenspieler gewesen? Ja, der Letzte, der oben auf dem Kamin sitzt. Nein, ich bin Bühnenkind und lieb, das so künstlerische Sachen zu machen. Aha. Und da zählt Handwerk, Backen absolut dazu. Ich kann alle nur bemitleiden, die das jetzt hören, die irgendeinen anderen Job machen als Bäcker oder Handwerk, weil man wieder sieht, was im Handwerk abgeht. Wir sind krisensicher, wir sind zukunftssicher, wir sind enkelsicher. Es wird definitiv dein Enkel auch noch was essen. Und man sieht ja gerade, was passiert. Hol mal jemanden, such mal einen Handwerker. Hol die Geschenke, der Handwerker ist da. Also zumindest bei uns ist es schwierig, weil in den letzten Jahren da ein bisschen das falsche Bild vermittelt wurde. Geht irgendwo in einen Bürojob. So schwer wie wir früher, solltet ihr es nicht haben. Das machen die Eltern. Die Eltern müssten erst mal wieder bekehrt werden, wie schön es ist, mit den eigenen Händen was kreieren zu können, was man abends sieht, nicht eine Excel-Tabellenzeile. Irgendwas, was man die Chance hat, ist am nächsten Tag. Unsere Kunst ist vergänglich, die wird heute gegessen. Morgen wieder neu anfangen, neuer Tag, der beste, den du abliefern kannst. Mir wurde noch gesagt, mach alles, aber nicht Gastronomie und vor allem kein Koch. Ja, super. Schön, dass du dich anders entschieden hast. Auf dem zweiten Weg, ja. Du hast es natürlich vorgelebt bekommen und hast das danach. Vierte Generation. Aber mir waren die Wege, also ich wollte dann auch erstmal Rockstar werden. Wenn du dich jetzt entscheiden könntest, du kannst nur eine Sache behalten in deinem Leben. Oh, ich bin. Was würdest du wählen? Bananen. Entschuldigung. Die sind erst so kurz in deinem Leben und schon sagst du Bananen. Ja, was das ist, ich will mich nicht entscheiden. Ach komm. Muss, Axel. Ja, ich würde dann schon den Bäcker wieder nehmen. Also grundsätzlich stehe ich ja auch ein bisschen auf Sicherheit und jetzt mit meinem Anfang 30 glaube ich, dass ich glaube ich, dass ich noch
auch da den sicheren Hafen habe. Und da kommen wir wieder zu, an Scheiß muss ich. Ich habe meinen sicheren Hafen, das Geschäft läuft, wir machen tolle Qualität, wir sind nächste Woche in München, bekommen den Staatsehrenpreis für gleichbleibend gute Brotqualität verliehen, unsere Bäckerei. Das wäre quasi der Michelin-Preis auf Restaurantbasis. Jawohl. Was sehr, sehr gut auf lange Sicht ist, dann bekommt man gerne mal einen Stern. Jawohl. Und wir haben dieses Jahr den Bundesehrenpreis auch schon bekommen und jetzt bekommen wir den Staatsehrenpreis. Und also das nicht, dass ich da so geil drauf bin auf solche Sachen, aber so als Selbstständiger ist ja die Eigenmotivation, die dich motiviert. Was anderes ist ja keiner mehr über dir, der dich irgendwie mal lobt oder mal schimpft oder irgendwas. Das siehst du entweder auf dem Konto oder bei unzufriedenen Kunden, aber du musst das doch schon irgendwie aufrechthalten. So Selbstmotivationskünstler muss man doch schon ein bisschen sein. Und dann ist so eine Auszeichnung auch ganz nett. Zwar für die Vergangenheit, wie so ein Stern. Das ist für das, was du geleistet hast. Am Morgen musst du dich wieder neu beweisen. Aber ganz cool. Genauso wie Weltbäcker-Auszeichnung. Weiß gar nicht, ob ich schon erwähnt hatte. Bist du Weltbäcker? Da gibt es nur einen auf der Welt. Ich wurde letztes Jahr zum World Baker of the Year in Reykjavik gekrönt. Es gibt nur einen Weltbäcker und du bist der Weltbäcker? Of the Year. Also jedes Jahr gibt es nur einen. Da wird aus 46 also Länder. Jedes Jahr, also es gibt aber noch mehr. Einen Antieren. Einer es gibt einen Antieren. Ein Jahr, so wie, und du bleibst es so wie Olympiasieger. Du bist quasi wie Miss Universe, bist du gerade. Ja, also fürs Handwerk. Hast du das gewusst? Nein. Dass es sowas gibt? Also du wirst von deinem Land vorgeschlagen, wenn du dich als würdig erweist. Kann dich dein Land vorschlagen? Beim Weltverband. Es gibt einen Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks. Der hat so das Protektorat über alle Bäcker. Und wie entscheidet sich das am Ende? Da gibt es einen ganzen Katalog von Sachen, die du erfüllt haben musst, wie früher an Wettbewerben teilgenommen, erfolgreich, Branchenpreise in der Öffentlichkeit, Charity, Jugendarbeit, alles Mögliche. Und dann, wie du das ganze Handwerk nach außen präsentierst, also deutlich das Handwerk pusht, uneigennützig. Und dann wirst du vorgeschlagen für den Weltverband. Der sitzt irgendwo in Spanien rum. Und da entscheiden sie dann, wer von den 56 Ländern sind auf 5 Kontinenten verteilt, die dem angehören, wer der eine ist, der übrig bleibt. Und der war dann letztes Jahr der kleine Bäcker aus der Provinz. Die wichtigste Frage. Ruhm und Ehre. Ja, die Frage, gibt es Geld dafür? Ja, sag doch nochmal die Frage. Nochmal die Antwort. Ruhm und Ehre gibt es dafür. Und einen fetten Pokal und eine geile goldene Kette. Die wird vom Goldschmied des spanischen Königshauses gemacht mit leichten Broten dran und so. Wirklich Gold? Ja. Also Gold, Gold? Vergoldet. Nein. Aber die sieht gülden aus. Und so ein Hochhut, so wie bei den Köchen halt, die sich damit dann immer richtig geil vorkommen. Oder wieder bei der Karnevalssitzung. Ja, bin ich auch. Guck. Also, liebe Kölner, ich bin Leutnant der Reserve, der Ehrengarde der Stadt Köln, wurde ich als Weltbäcker dazu dann ehrenhalber dann auch ernannt. Das ist die Ehre und der Ruhm. Ein Wandler zwischen den Gesellschaften, könnte man so sagen. Aber hattest du immer eine geile Zeit als Bäcker? War es immer geil? Klar, war das immer super. Nein, ich bin noch in Zeiten aufgewachsen, wo man geprügelt wurde. Nein, stimmt auch nicht. Nein, aber also tatsächlich, man braucht es nicht schönreden. Es gab auch Arschlöcher als Ausbilder. Na, und es gibt schon immer Leute, die nach oben buckeln und nach unten treten. Und wenn du den Chef in den Arsch kriechen willst, musst du den erst rausziehen vorher. Also so Leute gab es immer. Na, ein Depp ist ein Depp, egal woher er kommt und wie er ist. Und das war früher, glaube ich, noch ein bisschen anders, als jeder um seinen Job gebankt hat. Na, also ja, immer Angst haben musstest, lieber nicht mal beschweren und irgendwas. Und da konnten sich manche Leute mehr rausnehmen. Die Zeiten haben sich komplett geändert. Ich habe auch meinen ersten Lehrbetrieb gewechselt. Weil wir gesagt haben, also das macht dann auch keinen Sinn mehr. Haben wir gewechselt in einen anderen Betrieb. Und da warum hat es keinen Sinn mehr ergeben? Ja, das war menschliche Sachen. Oder menschliche Sachen, ja. Ich war irgendwie Arschloch, wie es ist. Penner, asoziale Arschlöcher. Es kam aus seinem Mund. Und, ich sah es in deinen Augen. Ja, ganz so schlimm war es nicht. Aber ich kam aus dem Betrieb, ich habe mein ganzes Leben, ich habe mit 9 schon Brezen gemacht und wurde vor der Schule aufgeweckt und habe mitgeholfen in der Saison und habe da schon ein bisschen Eier weg, das ist unser Saisonartikel und solche Sachen. Also ich konnte schon viel und war dann ziemlich schnell auch an den Limit angekommen, wo ich da nichts mehr gelernt habe. Wollen wir es mal so nennen. In der Musik suchst du dann auch einen anderen Musiklehrer, wenn du sagst, und der Lehrer freut sich, dass jetzt der Schüler besser geworden ist als man selber. Na, weil er einfach mehr übt, mehr Technik, Talent, was auch immer. Und dann habe ich dann auch gewechselt. Und dann war auch alles super gut. Bis jetzt hatte ich wirklich Glück. Und als selbstständiger Bäcker, war da immer alles geil? Up and downs. Ne? Man muss sich selbst irgendwie motivieren. Ne? Es gibt Sachen, die du selbst verursachst, wo du Lehrgeld zahlst, ne? Was du halt irgendwie selbst machen musst. Und es gibt was war Sachen, die letzte große Hürde?
Ja, ach, das ist ja schon lange her. Also vor 10 Jahren, als ich übernommen habe, das war nicht so geplant. Da war ich noch kleiner Rocker und Familie frisch, Baby im Bauch bei meiner Frau damals und eins auf dem Arm. Und dann ist so über Nacht mein Vater verstorben, weg, nicht geplant. Also warst du noch gar nicht in der Familie? Ich war, doch, ich war in der Produktion, aber nicht irgendwie, dass ich in der Führung mit dabei gewesen wäre. Ja. Ich war da noch so ein Rocker. Halt. Wie alt warst du denn da vor 10 Jahren? Wie? Wie alt warst du denn da vor 10 Jahren? Ja, wenn ich jetzt Anfang 30 war, dann war ich da 12 oder so. Na, jetzt bin ich 42, ne? Da war also ich so Anfang 30. Na, da war ich schon in der Produktion mitführend, mit dabei. Aber ich habe mich am Büro, war noch nie mein Lieblingsding. Ne? Mhm. Und mein Vater war noch so von der alten Garde, hier, das wird alles hinter verschlossenen Türen, Kennzahlen, geht niemand was an. Und habe ich dankend angenommen, mach du das doch mal, will ich nichts damit zu tun haben. Und dann hast du das halt über Nacht alles machen müssen. Das war schon, dann haben wir die Zahlen gesehen, die waren damals nicht so gut, die Backstube war abgeschrieben, Investitionsstau heißt das, ne? Wenn alles irgendwie nichts mehr wert ist und alles ein bisschen schwierig. Und dann haben wir über Nacht uns entscheiden müssen. Wer ist wir? Meine Partnerfrau. Ja. Waren wir schon verheiratet? Also ist sie auch Bäckerin oder hat sie? Nee, Erzieherin. Erzieherin. Mit Montessori-Diplom, allen drum und dran. Kommt uns jetzt beim Personal sehr zugute, wenn man auch da jemand, der sozial aufgewachsen ist, weil wenn man in so einer Hierarchie, in so einer Bäckerwelt, in der Gastrowelt aufwächst, da ist man. Schlecht zum Halten vom Personal, ne? Ja, da ist man. Man ist aber auch nicht so empfindlich. Man dreht nicht jedes Wort 5-mal rum. Da ist so ein rauer Wind. Ich will nicht sagen, dass das gut ist, aber es ist auch nicht gut, wenn man alles auf die Goldwaage legt. Mhm. Egal, ob es jetzt politisch, wie auch immer ist. Es wird was gesagt und dann ist es gesagt und dann muss man da immer 5 gerade sein lassen hinterher und sich trotzdem mögen. Ja. Immer. Überall. Und nehmt es nicht immer alles so ernst, Leute. Ja, nee. Hier. Ich mag Bananen. Wo waren wir denn? Ach so, ja, und das war schon hart. Da haben wir wirklich lang gekämpft, da haben wir wirklich Gas gegeben. Wir haben uns auch wirklich damals so Sachen, die jetzt Greenwashing-mäßig überall gang und gäbe sind, dass wir auf Augenhöhe, dass wir uns alle duzen, dass wir so ein junges Team und miteinander umgehen, als wären wir alle Angestellte. Und dass wir so regional wie möglich, wir backen nicht in den Läden, wir haben 6 Filialen, backen aber alles zentral. Ihr habt selber 6 Filialen oder liefert ihr 6 Filialen? Nein, wir haben 6 Filialen. Die heißen Bäcker Schmidt. Bäckerei Schmidt, der Bäcker aus der Nachbarschaft. Haben da so ein regionales Ding gemacht, damals mit Partnern von uns, saisonal, was geht, nur zur Saison auch. Ja. Und haben uns da so goldene Regeln für uns da weinend nachts auferlegt, dass wir den 40 Angestellten am nächsten Morgen sagen können, wie geht's denn überhaupt weiter? Geht's denn weiter, wie oder was? Kleine Familie, keine Kohle. Und dann sind wir zur Bank und haben gesagt, gebt uns alles, was ihr uns irgendwie geben wollt. Und das haben wir dann genommen und haben dann das gemacht, was wir gemacht haben. Über was für eine Summe spricht man da? Da spricht man von 2,5 Millionen oder so. Und da habt ihr was damit gemacht? Da haben wir dann komplett alles saniert, die Bäckerei neu. Größert auch? Oder? Nee, modern, das war ja Investitionsstau, konntest ja alles in die Tonne treten. Aber heißt das wirklich, dass die Maschinen nicht mehr tauglich waren? Weil oftmals so alte Rührkessel und so sind doch besser als... Das ist ja genau, als wirtschaftlich so abgeschrieben. Ne? Mhm. Das heißt, das Zeug funktioniert noch, aber es fängt jetzt alles an kaputt zu gehen. Ja. Da kommt dann irgendwann der große Schlag und dann geht gar nichts mehr. Ne? Also lieber das Personal, du musst immer investieren, immer wieder neue Maschinen, immer wieder... Up to date, jetzt haben wir alles. Top Klima, lufttechnisch. Wir haben Allergiker im Betrieb, die da arbeiten können. Wir haben super Maschinen. Wir haben KI im Einsatz. Wir sind da jetzt vorne dran dabei. Auf der Webseite oder was? Ja, überhaupt arbeiten wir. Auch in unseren Läden. Wir haben Regale, die sich selbst überlegen, wie viele Retoure morgen sinnig sind, weil das Wetter passt. Weil, wie macht man das denn? Wir sind da mittlerweile mit einer Firma zusammen, wenn wir das entwickeln. Wir haben jetzt den Prototyp seit einem Dreivierteljahr draußen, wo das Regal uns dann die Vorschläge macht, ey, pass auf, in 4 Stunden musst du deinen Ofen anschalten, weil die Sonne scheint und es ist Grillwetter. Und letztes Jahr um die Uhrzeit, als es nicht geregnet hat, hast du 40 Baguette gebraucht. Das ist ja fantastisch. Super geil. Und da bauen wir jetzt einen neuen Laden. Das nimmt dir so viel Arbeit ab in Sachen Eintragen. Ich kenne das nämlich noch so aus dem Vertrieb. Du schreibst immer im Gespräch mit, wer tickt wie, wann will wer was haben. Und das wäre ja eine unendliche Schreib- und Fleißarbeit, wenn man das selber machen würde. Mega. Spart Ressourcen. Nicht, dass ich Leute einsparen will, sondern dass ich Hirnschmalz, Platz im Hirn. Ja, natürlich. Wer will denn Excel-Tabellen vergleichen? Von letzter Woche, von vorletzter Woche, letztes Jahr, als mal Schaltjahr war, vor 4 Jahren. Ja, das macht das Ding 1:1 in live und sagt dir, jetzt hat jemand gerade ein Brötchen rausgenommen. Mhm. Du hast jetzt noch 20 drin, in 40 Minuten ist leer, mach was. Ermahnt es die Leute auch, die nicht die Zange benutzen, um das Brötchen rauszuholen? Ja, da ist so ein Boxhandschuh drin. Und Schlangen direkt zu. Ja.
Puh, wie sind wir denn da hingekommen? Ja, also das haben wir uns auferlegt. Dann haben wir noch so ein, also neu gebaut, wir haben die Läden alle renoviert, die waren alle. Also eure Back, Filialen. Unsere eigenen Filialen alle neu gemacht. Jetzt haben wir da Partner eben, wir machen jetzt so ein Flagship-Store, sowas gibt es, so KI und so modern. Das machen wir in Gerolzhofen, das wird super geil. Habt ihr auch in einem halben Jahr fertig. Automaten irgendwo stehen? Nee. Also wir haben noch so echte Menschen. Aber auch mit Kameras in der Theke, die abscannen, was ist drin, die das angelernt haben, welche Produkte, auch wenn sie durcheinander schmeißt, das kommt da jetzt alles, das wird so ein richtig geiler Laden. Sowas gab es noch nie. Wo muss man hinfahren, damit man... Gerolzhofen, das bauen wir jetzt dann demnächst am Marktplatz. Der schönste Platz, sitzt der am Marktplatz ganz gechillt und dann passiert es. Und im Umkreis um die Bäckerei hast du in verschiedenen Städten... Um die 15 Kilometer haben wir gesagt, das ist unser Zirkel, unser Radius, wo wir unsere Läden haben wollen, weiter wollen wir nicht fahren. Und egal, welche Expansionsmöglichkeiten jetzt noch entstehen, im Moment sind wir da, wo wir sagen, so bin ich glücklich. Aber es war eine riskante Entscheidung damals. Alles, na klar, Hilfe. 2,5 Millionen aufzunehmen und zu sagen... Mir hat jemand gesagt, ist egal, ob du eine 500.000 oder 2 Millionen Schulden hast, wenn du nicht zurückzahlen kannst. Das stimmt. Ja, da hat er recht gehabt. Das war. Und seitdem ist alles geil? Naja, also Backstube, dann haben wir das Fernsehstudio drüber gebaut, ohne einen Auftrag zu haben für irgendwas. Moment, aber da war schon mal irgendwo was mit Fernsehen, dass du gesagt hast, ich baue mir hier ein Studio drüber. Welche Idee hatte eine These war, wir wollen das Bäckerhandwerk entstauben und wir wollen Transparenz nach außen gehen. Es war noch so Moschel, keiner darf wissen, was drin ist und hier so Fertigmischungen und da nicht clean oder irgendwas und was ich mache, geht keinem was an. Das ist eine tapfere Und wir Aufgabe. Haben gesagt, wir müssen gerade das Gegenteil machen. Wenn doch dieser grundsätzliche Vorwurf im Raum steht, der Bäcker macht da irgendwas rein, was, ne, Fertigmischungen ist doch eh alles nur noch Aufbackware, nur noch TK-Zeug. Kriegt Bauchschmerzen davon. Dann muss man es doch gerade andersrum machen. Genau, dieses Bauchschmerzding ist auch im Buch drin dann. Ne, Brotmythen. In welchem, im neuen oder im alten? In beiden wird da viel drüber gesprochen. Müssen wir gleich mal drauf eingehen, weil auch Wissen da ist, ne, Brotsommelier und das ganze Zeugs, Ökotrophologen, alle, die da mitarbeiten. Und das haben wir gesagt, das müssen wir nach außen bringen. Warum gibt es, wenn du googelst, 100 Fernsehköche, und keinen Bäcker, weil es doch, also so mindestens genauso geil. Oder wenn wir von negativ sprechen wollen, wollen wir aber nicht. Also es muss auch mit den Händen gearbeitet werden. Es gibt auch Arbeitszeiten, wo andere lieber auf dem Sofa liegen. Am Weihnachten ist der Gastronom manchmal auch nicht daheim. Ja, ich nehme einen Kaffee hier. Schütten doch in den kalten mit rein. Perfekt. Und da haben wir gesagt, also das müssen wir nach außen tragen. Da geht man richtig Gas. Und haben dieses Ding gebaut, ohne irgendwas zu haben. Ich habe währenddessen dann eine Brotsommelier-Ausbildung gemacht und dann war ich beim ZDF, wurde ich angerufen, bei einer Sendung mitgemacht, die nennt sich Deutschlands bester Bäcker. Das war so ein Nachmittagsformat, wo verschiedene Bäckereien gegeneinander dann irgendwo angetreten sind und so irgendwelche Pillepalle gebacken haben. Und zum Schluss blieb dann Deutschlands bester Bäcker. Wie haben wir dich gefunden? Ja, auch wieder das gleiche Problem. Nachtaktive Höhlentrolle. Sie brauchten 90 Bäckereien und es war dann wirklich schwierig, auch 90 Bäckereien zu finden bei über 10.000, die sich vor eine Kamera stellen wollen und sich gerade artikulieren können halbwegs. Ist ja bei Köchen auch ein Problem. Also es gibt so viele gute Köche, die werden niemals vor die Kamera treten. Ist ja auch nicht, also natürlich ist ja geil, geile Sachen zu machen, aber ist langt, es langt halt einfach nicht mehr, das hinter verschlossener Tür zu machen, sondern gerade... Prost, wenn es um so Sachen wie geht, das Image fürs ganze Handwerk dadurch zu pushen, dann musst du, hast du die verdammte Pflicht, das rauszutragen und auch dafür zu sorgen, dass der Nachwuchs oder junge Menschen oder nicht motivierte Menschen kapieren, was tatsächlich passiert. Und das war so ein bisschen unser Auftrag, den wir da gesehen haben. Und da haben wir dann einfach ein Stockwerk für Präsentation, für Außenwirkung gebaut, ins Blaue. Und es hat funktioniert? Jetzt rückwirkend kann ich sagen, klar, haben wir ja gewusst, hey. Nee, das war schon ein toller Blindflug auch alles und wirklich Kamikaze. Wir sind dann an allen Ecken gewachsen, zuerst belächelt von allen und der Verrückte da mit den langen Haaren und eine Spinnerei, das soll man lieber in seiner Backstube, was soll denn das? Das hat sich dann ein bisschen gedreht, dann waren plötzlich alle Freunde, dann haben wir jeden Branchenpreis bekommen und dann sind wir Weltbäcker geworden und jetzt sitze ich hier bei dir. Der Höhepunkt. Der Leiter. Der Höhepunkt des Lebens. Ja, kann man ruhig mal so sagen. Das ist, es ist ein Fakt, dass wir gerade den Zenit erreicht haben. Aber du bist ja jetzt auch nicht der Einzige, der draußen unterwegs ist und über das Handwerk redet. Wie stehst du denn da? Ich habe es irgendwann vor ein paar Jahren so mit dem Aufstreben von TikTok kamen immer mehr Leute raus, die sich auch dem Backen gewidmet haben, darunter auch Autodidakten wie jetzt Jo Semola beispielsweise. Oder Servus, Jo. Sven Teichner, der macht Pizza. Teigel Pizza. Genau, Teichner ist Pizza. Hallo. Alles.
Wie stehst du denn dazu? Ist das für dich eher kraus oder sagst du, schön, dass das mal jemand macht, der sich da eigentlich normalerweise nicht dran traut? Nein, finde ich geil. Gerade Quereinsteiger, na, sind ja beides Quereinsteiger, die du gerade aufgezählt hast. Finde ich so super, denn wir sind ja alle total betriebsblind, gerade wir Profis. Ja, wir haben ja hier unseren Stray, das habe ich gemerkt, als ich Bücher geschrieben habe. Ich habe da Rezepte abgegeben, wie ich die für einen Profi schreibe. Na, zack, 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 Ende. Ja, aber wir sind ja so betriebsblind geradeaus, also diese Vielfalt, die in der letzten Zeit entstanden ist, auch in Sachen Handwerklichkeit zurückbringen, Sachen wieder handwerklicher machen, längere Stehzeiten, Hefewasser, so Spielereien, wo man gesagt hat, so ein Schmann, ey, haben wir keine Zeit für so einen Blödsinn. Nee, nee, das kam viel über diese Backbewegung, Quereinsteiger, die sich darüber einfach nochmal mehr Gedanken machen als wir, die immer sagen, na, haben wir schon immer so gemacht, ist halt so, bum, 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 los geht's. Ja, wenn dann ein Quereinsteiger kommt, der sich das so halb selbst lernt, und dann erstmal 10-mal gegen die Wand fährt, der weiß auf jeden Fall, wie es 10-mal auf verschiedene Weisen nicht geht. Das fehlt uns ja oft. Wir kriegen gleich gezeigt, wie es funktioniert. Warum? Passt schon. So wird es nämlich was. Das ist eine Sache. Das hat früher mal mein Patissier zu mir gesagt, der gesagt, weißt du, wenn du irgendwo dir mal einen guten Erdbeerkuchen kaufen kannst, findest du eigentlich kaum noch. Die machen seit 20, 30 Jahren ihr scheiß trockenen Erdbeerkuchen. In ganz wenigen vier Jahren kriegst du es. Und warum? Weil die immer das gleiche Rezept nachbacken und es passt gar nicht mehr zur heutigen Zeit. Und die hinterfragen gar nicht mal, ob man was ändern soll, weil der Chef in der Bäckerei sagt, hier hast du das Rezept, das Bäckste, packst es in die Auslage und es kauft eh jemand. Mittlerweile sage ich aber, du hast ja auch so ein Bäckereiensterben. Manchmal trifft es aber halt auch die Richtigen, wenn die halt nichts... Wenn die nichts ändern. Was würdest du nicht sagen, dass man auch ein bisschen umdenken muss? Ich darf wieder Shitstorm dann jetzt nach meinem Feedback wieder an. Pott mit Ei. Ich will einfach mal eine Kontroverse hier reinstellen und sagen, vielleicht ist es halt auch dann eine Auslese von gewissen Betrieben. Genau, es gibt schlimme Schicksale. Ne? Wir haben in der letzten Zeit ein bisschen Steuer, Energie, den ganzen Wahnsinn. Ne? Regierung, die mit Handwerk nicht so viel zu tun haben will. Deswegen jetzt auch, wir haben gerade Januar, liebe Hörer. Der Bauernkrieg steht kurz bevor. Eine Regierung, die da wenig Verständnis zeigt, ein bisschen auch auf diesen Zweig. Ja, das ist unter aller Sau, da müssen wir gar nicht drüber reden. Das ist wirklich also von daher gibt es Menschen, die wirklich unverschuldet den Betrieb verlieren. Aber es gibt auch Leute, die halt einfach sich einfach nur beschweren. Und wenn es um Bäckersterben geht, da habe ich jetzt wieder die Tageszeitung vor Augen, da steht wieder ein Bäcker vor so einem alten Regal, das seit 30 Jahren das Gleiche ist. Na, er steht da in so einem T-Shirt, irgend so ein weißes, runtergeschwitztes Unterhemd, zieht die Schleppe nach unten, guckt ganz traurig und sagt, der böse Kunde ist nicht mehr zu uns gekommen, Bäcker sterben. Na, und dann sehe ich schon genau, das ist wieder diese Rubrik. Und da wirklich ausgeschlossen die nichts dafür können, die rechtzeitig sich um Nachfolge bemüht haben, die immer investiert haben, den Betrieb attraktiv auch halten. Ja. Aber meistens ist ja das Gegenteil von dem. Und das ist dann plötzlich das Bäckersterben. Da sage ich, also dann sterbt man nicht schnell genug, dass nur noch die da sind, für die es auch gut ist und die Branche dann auch attraktiv darstellen und zeitgemäß sind. Und so ist es auch mit den Rezepten und mit alten Sachen. Alles bewahrenswert, alle Traditionen supergeil. Wir essen seit 9000 Jahren, in Ägypten ging es los mit Broten, mit Fermentation, supergeil. Parallel zum Bier auch und Wein, wurde cool, zusammen erfunden. Und die Tradition ist so geil, aber Nachfolger sind keine Denkmalpfleger. Mhm. Und gleichzeitig gehen ja, also ich sehe es halt hier in der Hauptstadt, gehen ja Bäckereien durch die Decke, eine nach der anderen. Das sind diese gläsernen Bäckereien, bei denen du wirklich den Leuten zuschauen kannst, wie sie da, weiß auch nicht, da leicht verpennt. Geile Konzepte, aber gleiches Spiel, das ist jetzt so ein Come and Go. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass das Allheilmittel jetzt ist. Ne? Also, aber es gibt... Also nehmen wir doch mal Zeit für Brot. Wie stehst du denn dazu? Ja, das kriege ich beim Frühstücksfernsehen immer. Die Stullen, das ist mir zu viel Belag. Ich brauche nicht so viel Belag. Aber diese ganzen Konzepte, das ist auch ein bisschen so ein Konzeptding. Ja. Ne? Aber das macht ja den Beruf wieder attraktiv, weil du alles halt nicht, wie du stehst ja mitten in der Nacht immer noch auf. Ja, na, du isst ja auch gern früh Frühstück. So schaut. Es können jetzt nicht alle, aber da könnt ihr mal googeln. Da gibt es dazu auch Satire mittlerweile ne? Von Bäckern, die irgendwie nur noch hier ein Brot führt. Und ich stehe um 14 Uhr auf und mache nur zwei Sorten Brot. Das ist am Boxhagener Platz. Da hast du wie so ein iPhone-Store. Ja, hast genau. Du einzelne Brote. Finde ich geil, aber das funktioniert, da funktioniert es. Das funktioniert nicht für die breite Masse. Aber wir müssen sagen, wir sind ja nicht mehr dazu da, alles satt zu machen. Der Zug ist ja abgefahren. Die meisten Brote werden nicht beim Bäcker gekauft, sondern der LEH oder wo auch immer. Und wir paar Bäcker, wir werden nämlich immer weniger. Also im Einzelhandel? Einzelhandel, im Supermarkt, beim Discounter.
Was wollte ich sagen? Ach ja, und da wird so viel Brot gemacht. Allein Haribrot, 1 Milliarde Umsatz, das könnten wir Bäcker. Also wir sind nicht da, um das Volk zu ernähren. Und deswegen kann ja jeder supergeil eine geile Nische sich suchen. Mensch, sowas, Nachmittagsbrote machen oder noch ein toller Vollsortimenter sein, aber dafür clean und nicht die Riesengröße machen, aber viele Fachkräfte bei sich versammeln, da wo keine Aushilfen sind, wo man sagt, hier wird echtes Handwerk zelebriert und nicht nur TK irgendwas. Na, also das war eins, was wir uns auf die Fahne geschrieben haben damals. Bei uns ist das so und ich freue mich. Also es hat jeder seine Nische, die er bequem beziehen kann von den Handwerksbäckern und es gibt genug Leute, die Kohle in die Hand nehmen, sowas zu genießen. Es wird immer besser in die Richtung, weil das Bewusstsein für Ernährung und es ist, wir sind in einer Überflussgesellschaft, braucht sich keiner was vormachen. Also es geht uns gut, es war erst Silvester, wir haben Rekordverkäufe bei Kracher und Böller. Also es ist schon noch Kohle da, sich's gut gehen zu lassen und das soll man ja auch. Und deswegen sind wir Bäcker, die dann geile Qualität machen oder eine Nische besetzen, um 14 Uhr das erste Brot aus dem Ofen ziehen oder ja, die beste Frühstückssemmel machen. Du bist ja immer so positiv bei allem. Gibt es da irgendwas, was dich richtig sauer macht? Nö. In der Bäcker, in der Backwarenlandschaft, irgendwas, was du sagst, es kann doch nicht wahr sein, dass es das gibt und dass die damit durchkommen. Also gut, jetzt mache ich mal. Jetzt komm schon, Tacheles. Shitstorm at Pot mit Ei. Nein, also es gibt Kollegen, die machen Werbung, wir machen Marketing, wir machen alles gut und ich finde es immer gut zu sagen, was man bei sich selber toll macht und sich rausstellen. Es gibt auch Leute, die machen das gerne auf den Schultern von anderen, die erst andere schlecht machen, um sich größer ausschauen zu lassen. Ich finde, sowas sollte man aber in keinem Business machen. Yeah. Na, da gibt es wenige in jeder Branche. Ich finde, das ist der falsche Weg. Ohne jetzt, ach Gott, bitte, fühlt sich keiner angesprochen. Aber sowas gibt es halt einfach. Und das finde ich immer schon schlecht. Also du kannst geil sein und drüber reden. Aber musst nicht noch sagen, wer alles schlechter ist und warum. Und alle anderen machen das, nur ich bin der Einzige. Das ist ja schon wieder intransparent. Das ist ja, stimmt ja schon wieder gar nicht. Also macht dich eigentlich nichts wütend, beziehungsweise macht dich wütend, wenn andere Leute wütend sind und über andere reden? Ja, ach, ich bin ja Gott sei Dank in der Branche, wo es auch wenig Shitstorm gibt. Mhm. Na, also wir machen tolle Sachen, bei Essen, Lebensmittel. Thema ist ja ein Riesenthema gewesen. Welches Thema? Gluten, dass viele sagen, was, hey, ich bin jetzt... Entschuldigung. Aber die Sache, dass viele sagen, ich habe eine Unverträglichkeit. Ja, aber das ist ja jetzt was, wo man schön drüber reden kann. Das ist ja aber da hat ja jemand was gemacht, wodurch ein schlechtes Bild über euch entstanden ist. Ja. Indem man sehr schlechte Backwaren auf den Markt geschmissen hat und dadurch viele Leute denken, sie hätten eine Glutenunverträglichkeit. Was aber dann vielleicht wieder mit den Triebmitteln zusammenhängt. Puh, das ist jetzt wieder so mit der Keule ausgeteilt. Na klar, ich schmeiße gerade den Bocken hin. Und du musst jetzt wie so ein Kopfhörer machen. Wie viele Stunden darf ich jetzt hier reden? Nein, also Gluten, liebe Sprechpolizei. Gluten, sag ich dazu, jetzt bitte, das heißt Gluten. Nein, ich sag da Gluten dazu und das sagen wir auch schon seit 100 ist ja auch ein bisschen Milliarden älter. Jahren, na, sind es die Gluten für mich. Also Gluten sind ja schon immer drin, es ist egal, ob das auf ganz Deutschland ausgebautes Weizenmehl ist, was wirklich die Welt ernährt. Weizenmehl ernährt die Welt, also Weizen kann nicht schlecht sein. Es gibt über 100 zugelassene Weizensorten in Deutschland, die schmecken anders, die schauen anders aus, andere Farbe, haben einen ganz anderen Glutengehalt und auch der heilige Dinkel ist genauso glutenhaltig oder mehr, auch Urgetreide haben das drin. Also es ist ja vielleicht doch gar nicht so schlecht oder so schlimm. Das ist was ganz Natürliches, das gibt es schon immer. Gluten, es gibt Menschen, die darauf reagieren. Es gibt die Krankheit Zöliakie, die 0, noch was Prozent der Menschheit hat. Das ist echt eine schlimme Krankheit, denn da kannst du kaum am normal essenden Leben teilnehmen, weil Gluten ist überall drin, Leute. Die sind in Gummibärchen, das ist in Nudeln, in Pizza, in Wurst. Gluten ist einfach überall drin, weil es ein tolles Eiweiß ist. Gliatin. Gummibärchen? Ja. Ja, da ist ja Stärke in diesen Formen, wo die reingegossen werden, Stärke. Ah, ja. Und da sind auch Gluten drin. Denn Zöliakie-Kranke reagieren auf wirklich kleinste Mengen. Das ist so wie Nussallergiker. Ne? Nussallergiker sind ja wirklich schlimm, die Armen, ne, die dann wirklich auch beim kleinsten Stäubchen reagieren. Genauso ist es bei Zöliakie. Und deswegen Kreuzkontamination, so nennt sich das. Wenn irgendwas, wenn ich jetzt ein glutenfreies Brot backen würde und lege das in mein Regal oder trage das mit meinen Brotkörben rum, dann hängt da schon dran, weil ich das normale Brot damit rumtrage. Mhm. Deswegen darf ich das auch gar nicht in meiner echten Backstube machen, weil sonst immer Kreuzkontamination und das juckt keinen anderen normalen Menschen, aber Zöliakie-Kranke schon.
Und das wurde zu euch aufgebauscht. Da ist zu viel Halbwissen in der Landschaft und da kauft mein Buch. Da steht es zum Beispiel auch drin. Aber es kommt tatsächlich viel mehr darauf an, wie wird das Produkt dann verarbeitet, als welches Getreide ist da drin, wenn es um sowas geht. Und es ist einfach die Reifezeit, die macht es aus, Fermentation, der Abbau von solchen niedermolekularen Zuckerstoffen. FODMAPs ist vielleicht ein geflügeltes Wort, jetzt geht es ganz schön tief. FODMAPs? Ja, das sind Zuckerstoffe, so ein bisschen, oder nennen wir es mal anders, Fraßschutzstoff. Das Getreidekorn möchte auch nicht gefressen werden. Eine Rose hat Dornen, ne? Getreidekorn hat das. Manche Tiere, die fressen wollen, würden, mögen sowas nicht. Und manche Menschen reagieren darauf halt auch. Aber es ist jetzt nichts Schlimmes, nichts, was angezüchtet wurde durch die Überzüchtung von Getreide und so. Das gab es schon immer. Das hat dein Urgroßvater und vor 20.000 Jahren auch die ersten Nomaden hier in Berlin auch schon gegessen. Mhm. Amen. Woran erkennt man gute Backwaren? Kann man das erkennen von draußen, wo du sagst, also von außerhalb? Ich bin jetzt Laie, gehe durch die Stadt und sage, ach Mensch, ich habe gehört, es muss schon eine gute Backware sein. Ich gehe jetzt los und kaufe mir eine gute Backware. Gibt es da irgendwelche Hinweise, mit denen ich die erkennen kann? Außer vielleicht am Preis? Ja, also grundsätzlich ist ja Geschmack auch so ein Ding, was man nehmen kann. Muss man halt lernen. Ja. Aber ich meine, wir sind ja Gott sei Dank so vielfältig. Wir haben ein deutsches Brotinstitut. Ich weiß gar nicht, ob ihr das wusstet. Es gibt hier in Berlin ein Institut, deutsches Brotinstitut, das zählt die verschiedenen Brotsorten. Es gibt mehr als 3.200 verschiedene Brotsorten. In Deutschland? In Deutschland registriert. Wir sind Brotweltmeister in der Vielfalt. Mhm. Und da ist ja wirklich für jeden was dabei. Und dann muss es natürlich gut schmecken. Es ist gut, wenn man sich informieren kann. Transparente Bäcker-Thema hier. Ja, wie lange darf der Teig reifen? Denn, da habe ich kurz abgebrochen, denn durch lange Reife werden diese Fraßschutzstoffe und diese Zuckerstoffe und alles Mögliche natürlich verstoffwechselt von der Hefe, die entweder zugegeben oder im Sauerteig vorkommt. Da wird es über die Zeit verstoffwechselt und löst sich auf in zwei tolle Sachen. Kohlendioxid und Alkohol, meine Freunde. Bei der Gare entsteht Alkohol, wer hätte es gedacht. Mhm. Aber das braucht eben seine Zeit und Zeit ist Geld. Und wer die Massen ernähren will, und da geht es jetzt wieder ein bisschen in Discount oder so, der hat halt, Zeit kostet Geld. Und dann macht man es halt schneller und dann kann es sein, dass es dann sich ein bisschen anders verhält, aber dadurch günstiger ist. Müssen wir ganz klar sagen, es gibt zwei verschiedene Sparten. Einmal ist billig, billig viel und eine ist das andere, was dann übrig bleibt. Und da muss halt jeder sich selbst dann an der Nase fassen, Bäcker, dass er sagt, und dann mache ich das auch gescheit, dafür ist es eine Sparte, dafür muss ich mehr verlangen. Dafür muss der Kunde das dann auch akzeptieren, dass das einfach auch mehr kosten muss und brauche mich jetzt nicht wieder voll zu schmarrn, dass hier 5 Brötchen beim Aldi irgendwie 20 Cent kosten und bei mir eins schon mehr oder sowas. Das ist dann einfach, es ist dann so. Die schauen zwar gleich aus und jetzt sind wir wieder, wie erkenne ich ein gutes Brot, die schauen dann schon gleich aus, braun und rund und irgendwie, aber dann ist wirklich viel mehr dahinter. Wie wird es hergestellt, wo kommen die Rohstoffe her, Wertschöpfungskette, ja, das ganze Umfeld, auch wenn man ländlich wohnt, ne, wir bezahlen ein Fußballtrikot für die Jugendmannschaft, wir haben Leute aus der Region, die da arbeiten, der Landwirt ist mit mir in die Schule gegangen früher, der Milchbauer, na, das ist schon die zweite Generation, den Junior, den habe ich schon geärgert mit seinem großen Bruder. Und das macht es doch aus zum Schluss. Das sind doch Stories, wenn wir von Storytelling reden. Das ist doch nicht hier, die Story ist, beim Aldi gibt es heute 2 für 1. Die Story ist, wir sind alle wir und dann reden wir hier von regional und vom Fußabdruck und dann kaufen wir irgendwie pervers günstiges Mehl aus Russland, weil der Weltmarkt dann eben das billiger hergibt und dann kostet es noch weniger als von meinem Landwirt hier aus der Region. Da stimmt allgemein was nicht. Deswegen muss man da ansetzen, was ist gutes Brot. Und dann muss es natürlich noch schmecken und geil sein und das alles dazu. Was darf ein gutes Brot kosten? Was ist so ein Durchschnittsgewicht von Brot? Ein Kilo? Ja, auch da, wir werden ja immer mehr Single-Haushalte und alles, auch da verändert sich die Zeit. Aber wenn man sagt 750 Gramm, 1,5 Pfund für die Kinder, rechnet mal, 1,5 Pfund. Kein Mensch rechnet mit Pfund. Wer rechnet noch mit Pfund? Die Engländer. Ja, genau. was darf ein Kilopreis Brot kosten? Gutes. Also was muss es kosten? Also na, Lohnkosten, echte Bäcker, die da stehen und so regional. Also leider Gottes kostet es bei uns auch ziemlich wenig, weil also die Region das nicht so hergibt, aber es muss. Also um 5 Euro, da darf keiner sagen, das ist mir aber zu viel. Und dann darf es gerne noch mehr kosten. 8 Euro. Für ein Kilo? 5 Euro? 750 Gramm.
Ja, es kostet auch öfter mal 3,50 Euro oder 4 Euro. Es wird jetzt leider im Januar, liebe Hörer, es gibt wieder höhere Kosten, die umgelegt werden müssen. Ja, Shitstorm bitte an Podmedei. Wir kommen mal zu einer neuen Kategorie, der nächsten eher gesagt. Und die heißt die Empfehlung des Tages. Wir hatten es ja vorhin von Kollegen auf Social Media. Und ich würde ganz gerne das Buch. Empfehlung des Tages. Ist natürlich das Buch, klar. Mhm, ein Kanal, den du empfehlen würdest, da mal reinzufolgen, zu sagen, ey, schaut euch mal an, wie er oder sie das macht. Brot mit Ei. Und das ist ganz lieb, danke. Mhm. Schleimer. Aber, nein, das Geld gibt es später. Für alle, die nicht zuschauen, hier wechselt gerade ein Fuffi die Seiten. Welcher Kanal gefällt dir gut? Welchen schaust du dir gerne mal an, wo du sagst, oh, das ist aber toll, was sie oder er da macht? Oh. Wem gönnst du ein bisschen mehr Aufmerksamkeit? In der Foodie-Welt oder allgemein? Oder ich mag ja Comedy. Ich bin so ein schwarzer, ganz schwarzer Humor, ganz bös. Finde ich gut, aber... Und wer kommt da? Ich weiß gar nicht, wie die alle heißen. Ich bin da echt schlecht mit Namen. Dann bleiben wir in der Foodie-Welt. Irgendwo ist es ja auch ein kulinarischer Podcast, den wir hier gerade führen. Ja, also wenn es um jetzt Brot und so Sachen geht, finde ich Ricardo gut, Brotprofi. Ich finde, Tainas Pizza finde ich auch ganz witzig. Mhm. Na, das Pizzazeugs ist, finde ich auch... Das Pizzazeugs. So eine kleine Pizzaschnecken, die er da backt. Ja, ich finde dich auch gut. So sind wir ja auch zusammengekommen. Also es ist ja nicht, dass wir uns draußen auf der Straße über den Weg gelaufen sind. Das stimmt. Unser Kontakt, der war Indoor. Zwanglos 3 heißt der Club hier in Berlin und ach so. Alles ist erlaubt. Ach, das ist eher das Unrum-Format. Das drehen wir nachher unterm Tisch. Dann loggen wir ein, Ricardo, der Brotprofi. Ja, den mag ich gern. Und Sven Teichner darf auch noch einen Platz abbekommen. Ja, und Jo finde ich auch super. Jo, wir treffen uns. Also die Welt ist ja immer... Habt ihr euch schon getroffen? Ja. Ja? Auch im gleichen Etablissement? Ja. Du weißt doch auch, also bei euch Köln ist ja die Welt auch klein, dieser kleine Kreis, der immer ineinander rührt. Und bei uns ist das auch, nicht nur der Stammbaum ist ein Kreis, bei uns Handwerkern. Ab und zu auch mal ein Tier mit drin. Ja, so ein Schaf. Und auf dem Bauernhof. Ja, ich komme vom Land, mach keine Witze hier. Gott, oh Gott. Und man kennt sich, ich finde das immer super und ich finde, da ich jetzt auch gerade als Profi da total offen bin und auch Quereinsteiger super geil finde als Bereicherung für alles, bin ich alle, die nicht dann militant auftreten, super gern auch offen, nehmen die alle ins Herz. Aber die haben ja alle mehr Follower als ich. Also wen will ich da ins Herz nehmen? Ich bin ja froh, wenn ich da mitmachen darf. Du hast ja auch 10 Baustellen gleichzeitig. Ich bin ja auch kein Influencer. Influencer? Das kam ja wie die Mutter zum Dings hier, wie die Maria zum Jesus oder wie ist das? Oder andersrum, ich weiß es auch nicht mehr genau, wie ich das zugetragen habe. Zu Disney hier. Also... Ich habe ja erst einfach gemacht und irgendwann kam dann Reichweite. Also da habe ich nie darauf hingearbeitet oder irgendwie es darauf angelegt, dass ich jetzt irgendjemand gefallen will. Naja, du hast Videos online, das einfachste Brot der Welt, die einfachsten Brötchen der Welt, die haben viele, viele Millionen Aufrufe. Ja. Du hast, glaube ich, vielen Menschen das Backen zu Hause sehr einfach gemacht. Immer mit dem Hintergrund, den Leuten zu zeigen, wie viel Arbeit, wie viel Liebe, wie viel ein bisschen Wertschätzung für Rohstoffe auch, für Essen, für Genuss, für eine Wertschöpfungskette aus der Region und das alles dazu. Das läuft nämlich alles so hinterrücks mit rein. Das liegt vielleicht daran, dass ich bei Sendern aufgewachsen bin, die noch einen Bildungsauftrag haben auch ein bisschen. Das finde ich ganz wichtig. Also auch egal, wer den Content macht, finde ich wichtig, dass die Leute auch ein bisschen was mitnehmen können. Ja. Nicht nur rumgeblödeln. Fällt mir kein Schlauer. Rumgeblödeln mache ich gern. Also ganz notfalls könnte ich auch seriös, aber meistens muss was brennen. Es muss was brennen. Aber es darf gern auch ein bisschen was rüberkommen, was die Wertschätzung für Lebensmittel nach vorne bringt. Dann bin ich glücklich. Schön, schön gesagt auch. Jetzt wollen natürlich alle noch wissen, du bist der Weltrekordhalter. Ja, bin ich auch. Aber keiner weiß in was? Also hier noch nicht. Müssen wir noch auflösen. Ach so, ja. In was hältst du denn einen Weltrekord? In Brezelschnellschlingen. Im Brezelschlingen? Ja, aber im Fernsehgarten haben wir das gemacht. Das war bei der, wie heißt es denn? Bei der Kiwi. Ja, aber das war der beste Fernsehgarten aller Zeiten, weil die Leute vom ZDF, die denken sich ja, Wackenbäcker, das ist doch das mit der lauten Musik. Den packen wir mal rein in den Malle-Fernsehgarten. Na klar. Das ist das Gleiche auch. Das ist das gleiche auch. Publikum. Ist ja völlig das Gleiche. Wir packen den rein in den Malle-Fernsehgarten, weil das ist ja irgendwie diese jungen Leute. So. Und der Fernsehgarten wirst ja 3 Tage zusammen eingesperrt. Wobei Heino hat doch auch Gastauftritte auf Wacken. Weißt du, es gibt doch Schnittpunkte. Ja, Heino ist super. Ich finde seine Erdbeeraussagen gut. Seine was? Du meinst die Erdbeeren? Nuckenkoks und Erdbeeren.
Wie war das denn nochmal? Ja, was er so Backstage, was es da immer gibt, ne, was er Backstage gut findet. Ja, er hat immer bestellt Nutten, Koks und Erdbeeren, aber Erdbeeren waren immer ganz schwierig zu haben. Heino, cool. Grüße gehen raus. Ja, herzlichen Gruß. Und da wirst du beim Fernsehgarten immer 3 Tage zusammen eingesperrt, also alle Musiker, Gäste und so, die da sind, vorproben. Ne? Das Ganze läuft ja ab, das ist eine mega Inszenierung, das Ganze live runterzuspulen. Mhm. Ich meine, du kommst ja aus dem Fernsehbusiness. Das ist schon eine Leistung, dass es nicht hackt, dass es nicht... Shows habe ich nie gemacht. Dass es rund läuft, ja. Und das muss halt geprobt werden. Das muss rund vorgeprobt werden und dann sind ja viele Musiker und viele Spielchen. Und da wird er geprobt und in der Zeit sitzen die anderen rum. Und da wirst du ja in diesem Backstage-Bereich, der nicht unbedingt groß ist, sitzen alle drin. 2,5 Tage. Und dann lernst du dich kennen. Und wenn dann der Wackenbäcker mit den Malle- und Oktoberfest-Musikern da eingesperrt wird die ganze Zeit, war auch lustig. Wer war noch da? Wie heißen denn die? Wie heißt denn der Song? Laila! Ah, ja. Die Laila-Jungs, mir, Julia waren da. Dann war Olaf der Flipper. Olaf der Flipper, also die ganzen, Micky Krause. Waren das 40 Jahre, die Flippers? Was ja, na klar, Olaf, wir sind jetzt dicke wir Kumpels. Wir sagen Dankeschön. 90 Jahre, die Flippers. Also finde ich gut. Ja. Und da waren wir jetzt alle lang zusammen, also wirklich die Großen, der Malle. Und hat mich riesig gefreut. Seitdem sind wir alle dicke Kumpels und Malle finde ich jetzt super. Und da wurde gestoppt, wie schnell du... Wie viel Brezeln in welcher Zeit? Wie schnell, also ich hatte 90 Sekunden und wie viel Brezeln ich in der Zeit schlingen? Und wie viel ging? 22. 22 Brezeln also Leute, ich würde mich freuen, wenn ihr, also ich reiche das nochmal nach. Falls ich jetzt Müller zähle, muss man auf der Urkunde nachgucken, wie viele Sekunden es waren. Also er würde sich freuen, wenn ihr da draußen jetzt seinen Weltrekord annehmt und versucht zu schlagen. Schlagt es, macht. Im Jahr 2024. Ihr habt ja eh nichts zu tun. Also es ist doch und dann gibt es eine Revanche auf deinem Kanal nochmal, damit du den Titel verteidigen kannst. Ja, selbstverständlich. Schaffe ich mehr. Also ich würde mich freuen, wenn das wieder dazu führt, dass Leute Handwerk geil finden. Macht euch einen Teig, gibt es im Buch ein Laugenrezept, glaube ich, oder auf meinem Channel, irgendwo gibt es das. Und dann übt daheim, haut raus, Brezeln schmecken eh geil. Ich habe dieses Jahr, letztes Jahr habe ich die besten Brezeln meines Lebens gegessen in Franken. Ich wurde eingeladen vom Land Bayern nach Franken, Miltenberg. Mhm. Da wo, also in der Nähe von Klingenberg, wo auch wie heißen denn die Gewürze, altes Gewürzamt? Mmh. Ne? Wir sind ja auch da. Dickes, fettes, altes Gewürzamt. Genau. Nur noch die. Und da gab es Brezen. Ich habe den Bäckernamen vergessen. Die waren so geil. Das waren die besten. Es war alles da. Es war Wurst aus Franken, Fisch aus. Es war alles da. Aber diese Brezen, die haben mich nachhaltig. Ich bin Franke. Die mich nachhaltig wirklich bewegt. Ja? Mhm. Geht's? Habe ich irgendwo Banane? Ja, ich glaube, es geht jetzt. Also nicht da, wo ich sehen jetzt könnte. Danke. Die ganze Zeit irgendwie Banane an der Nase. Ich würde sagen, wir reden jetzt noch mal kurz über dein Buch. Oh, super Idee. Weil der Titel, Schlank mit Brot. Hm. Was hat es denn damit zu tun? Wir hatten ja über Mythen schon gesprochen, so Brotmythen. Ne? Brot ist schlecht und Brot macht dick und Brot ist blöd. Hm? Ist alles dem geschuldet. Es gab mal 2 Bücher. Dumm wie Brot heißt das eine und das andere. Ist es dumm wie Brot? Hm? Nicht meins. Ach so. Spinnst wohl. Ich dachte, das wäre total witzig gewesen. Da hat ein vermeintlicher Arzt aus Amerika, um Geld zu verdienen, mal alles reingeschrieben, alle Unheile der Welt, hat es in ein Buch gepackt und hat dafür verantwortlich Gluten und Böses, Gebackenes gemacht. So. Und dann kam 10 Jahre der Unwissenheit und Halbwahrheiten in Deutschland, wo genau das, was du zu Gluten und Brot macht dick und Kohlenhydrate sind böse und alles macht Rheuma und dumm im Kopf und das war alles da drin, alles widerlegt, wissenschaftlich widerlegt, wirklich. Das ist nur eine Geldmachmaschine, diese Bücher mit Kochbüchern und Fertigmischung hinterher, also so ein richtiges aufgeblasenes Riesending. Und daher kommen auch diese ganzen Halbwahrheiten und dann auch die Sommelierbewegung, die dagegen ein bisschen arbeitet und was auch immer. Und auch Schlank mit Brot basiert auf einem Selbstversuch. In dem Fall, vor ziemlich einem Jahr war ich bei einem Podcast gesessen, bei der Band Hämatom, geile Band. Hämatom, gleich mal googeln. Grüße gehen raus. Mhm. Und da saß der Gitarrist mit mir so zusammen und dann, Wünsche fürs neue Jahr, was nimmst du vor? Haben wir beide festgestellt, so nackt vorm Spiegel schaut es doch ein bisschen mollig aus gerade. So in schwarz geht's noch, wir haben ja alle bevorzugt schwarz an, solange nichts Dunkleres erfunden wird. Und dann haben wir gesagt, also 10 Kilo könnten wir abnehmen. Und dann hat er gesagt, ja, ich weiß hier, ich mache Low Carb. Weil das sind die Schlimmen, die Kohlenhydrate sind dran schuld. Und dann habe ich gesagt, ja,
kannst vergessen. Das ist ja nur Enthaltsamkeit. Kohlenhydrate, also keine Kohlenhydrate, das kann nicht richtig sein. Da habe ich ganz andere Sachen gelernt. Und dann habe ich mich da reingearbeitet. Kann das nicht richtig sein? Weil Kohlenhydrate der Treibstoff für dich sind, fürs Hirn, für die Muskeln. Kohlenhydrate sind wichtig. Also da muss es einen Unterschied geben zwischen, es muss was geben zwischen keine Kohlenhydrate und alles ist böse. Mhm. Also da muss ein Unterschied sein. Und da habe ich mich dann auf die Spur gemacht, habe gesagt, also ich mache was mit Kohlenhydraten. Ich wusste, es gab mal eine Brotdiät, es ist keine Diät, es ist kein Diätbuch, aber ich weiß, es gab vor 40 Jahren circa, wurde schon mal so richtig mit Probanden richtig entwickelt, eine Brotdiät. Die ist dann mal wieder, die war super, war das Allheilmittel, war auf der Bildzeitung vorne drauf. Und dann war das mal wieder in den Katakomben verschwunden, wie halt so alles, was da irgendwann mal entwickelt wird. Und habe mich da dran entsinnt. Ja. Überleg noch mal kurz. 3, 2, 1. Entsonnen. Entsinnt. Schreib es in die Kommentare, wenn es anders heißt. Verschlumpft. Auf jeden Fall habe ich gewusst, mit Brot, Kohlenhydrate sind geil. So, und dann habe ich mich da mit einer Ökotrophologin zusammengesetzt und haben entwickelt, wie wir das machen können. Ich habe dann verschiedene Brote auch mir überlegt, wo alles drin ist, was wir brauchen. Brot ist sowieso fürs Abnehmen gut. Da ist wenig, von Grund auf schon mal wenig Fett drin, gute Ballaststoffe, die du auch brauchen kannst. In einem Brötchen, in einem weißen Brötchen sind mehr Ballaststoffe als in einem Apfel. Mir hat früher mal ein Kumpel gesagt, der war sehr stark im Bodybuilding drin, meinte, was ist denn schon ein Brötchen? Gerade so ein aufgebackenes, was ja, ist denn so ein Weizenmehlbrötchen? So Protein-Eiweiß-Mensch. Das ist alles, ja, nee, nicht richtig. Nicht was richtig. Ist denn richtig? Kann ich mir jetzt so eine Kaiserschrippe kaufen und das passt zu meiner Diät? Es ist natürlich was anderes als ein Vollkornbrot. Ein Vollkornbrot hat natürlich mehr Vitamine, mehr B-Vitamine, mehr Öle drin, mehr viel Wertvolles drin. Aber es ist jetzt nicht, dass es leer und wertlos ist. Es gibt nämlich einen Unterschied zwischen guten Kohlenhydraten und schlechten Kohlenhydraten. Ich würde auch gerne mal laut gesagt. Er hat mich noch gefragt hier nach Wasser mit oder ohne Sprudel. Nee, ich habe extra ohne gemacht, oder? Ich weiß nicht mehr, was in der Flasche war. War es der Ingwer-Shot oder die Bananen? Ich habe ja noch nie Bananen gegessen. Weiß nicht, was die im Magen machen. Gewöhnen. Ja, ja, genau. Wird gleich hier zu den Ohren raussprudeln. Und dann, also gute Kohlenhydrate, die wirklich komplexe Kohlenhydratketten, die wie am Tropf an deinen Körper abgegeben werden, die der Körper erstmal aufspalten muss, dass er an die Energie rankommt. Und da ist der Unterschied. Ne? Schnell verfügbare Energie, so ein Energiepeak hast du bestimmt, jeder von euch kennt es. Ich habe doch gerade erst gegessen, jetzt grummelt schon wieder der Magen. Das war so ein Energiepeak, irgendwie schnell verfügbare Energie aus Zucker, aus Alk, aus wie auch immer. Ne? Irgendwas, was hochschnellt, was Diabetiker sich nicht ernähren sollen, auch aus diesem Grund. Ne? Da kommt dann der Heißhunger, da kommt das Jojo. Und jetzt sind wir schon tief im Buch drin. Ne? So eine grundsätzliche Grundsättigung. Wie so eine Linie, wo der Körper erstmal die Energie sich abarbeiten muss und wie am Tropf an den Körper abgibt, dass so eine Grundsättigung entsteht durch die geilen Kohlenhydrate aus dem Brot. Und darauf baut es dann auf. Und dann musst du ein bisschen so deine Essgewohnheit dem anpassen. Du bist immer so grundsatt, weil du immer schön viel ein lang fermentiertes Brot, auch mal ein Vollkorn, aber auch gern ein Baguette oder sowas, ne? Was dich dann quasi grundsättigt. Und du musst dann aufpassen, dass du nicht aus Frust, aus Liebeskummer, aus Gewohnheit, mit Freunden, einfach weil du gern so lang isst, bis du fast kotzt, weil in der Gummibärchenpackung 500 Gramm drin sind, die halt einfach leer ist, sondern so lang isst, bis du halt nicht mehr hungrig bist. Satt ist satt. Was erwartet die Käufer und Käuferinnen dieses Buches? Also was erwartet uns hier? Also grundsätzlich, da ich ja befangen bin als Bäcker, ja. Buch zu schreiben, Brot ist geil, ist ja leicht befangen. Deswegen habe ich mir da absolute Profis mit rangeholt. Ganz vorne die Frau Dr. Bergmann, die Ökotrophologin ist, die sitzt in verschiedenen Räten, wenn es darum geht, Ernährung. Und die hat da ein großes Kapitel auch mit drin, wo es grundsätzliche Sachen Ernährung mal erklärt werden. Wie funktioniert was? Was läuft im Körper ab? Ne, so die Frage eben, ja, was ist denn überhaupt ein Brötchen? Ja, was braucht denn überhaupt der Körper so, um glücklich zu sein? Solche Sachen stehen drin. Ernährung vom Neandertaler, der Mammuts gegessen hat, bis jetzt. So, damit ist die Befangenheit schon mal weg. Der Bäcker hat das Buch auf wissenschaftlichen Basis von der Frau Bergmann dann mitgenommen. Dann sind drin Brotmythen, dann sind goldene Regeln zur Ernährung drin und dann vor allem ganz viele Rezepte, richtig geile Rezepte von mir ersonnen, teilweise runtergebrochen, komplexe Rezepte, so weit runtergebrochen, dass sie jeder daheim machen kann mit, keine Ahnung, mit einem Salzstreuer und einem Zahnstocher, ungefähr. Und Gastauftritte?
Oh, Gas. Um kurz vor die Brücke zu spannen. Und natürlich habe ich mit vielen Menschen, die ich sehr liebe und die ich mag, die in der letzten Zeit ich weiß gar nicht, wer da drin ist. Ne? Unterbreche mich halt. Entschuldigung, ja. Mein lieber ich Mensch. Ich lasse mein Gegenüber ausreden. Ja. Stille Treppe und Dings hier. Nein, habe da wirklich viele Leute, die mich in den letzten Jahren begleitet haben, egal ob TV oder Social Media, dann nochmal gefragt, ob sie nicht Bock haben, irgendwas aus ihrer Bubble ein Rezept zu machen, wo sich viel Brot drin enthält. Also ein Kochrezept. Lauter Kochmenschen, unter anderem Brot mit Ei. Das bin ich. Das ist er, hier der Mann Pott mit Ei, hat auch ein Rezept gemacht und zwar Blitz. Bruschetta. Bruschetta. Mhm. Heißt es Blitz? Ja, ich glaube schnell, weil Blitz ist immer so ein bisschen behaftet. Elektrisch? Ja, klar, sagen wir elektrisch. Ja. Und, ich sehe hier Josemula, Johann Lafer, Nord, wer ist ja, Nord? Von der Band Hämatom ist das der Sänger. Eni von den Maiglöckchen. Jawohl. Stefan Marquardt haben wir dabei, Chris Washington auch dabei, Keller Dams Kitchen. Jawohl. Und wer war noch? Wen haben wir vergessen? Meta Hildebrand, Hildebrand, Cornelia Poletto. Auch, ja? Ja. Betty, wer ist Betty? Betty vom Großen Backen, Bettina Schlipphage-Burchert. Cornelia Poletto. Ja. Also, und es reicht ja auch erstmal, wenn man so will. Das sind 11 Kochrezepte, die wirklich geil noch hinten on top, also als Zugabe. Das Buch war ja schon so voll mit tollen Fakten, mit Rezepten und mit der großen Schlank-mit-Brot-Formel. Dann würde ich sagen, kommen wir eigentlich, also da ist doch noch eine Kategorie drin, die mir hier gerade spontan einfällt und die heißt Die Spezialität des Hauses. Hm. Vielleicht könntest du uns einfach mal ein Rezept für heute mitgeben. Sollen wir eine Lesung machen? Nein, lass uns doch eins nehmen und du bist ja heute noch hier. Und wir machen, du teaser mal was an und wir machen daraus heute noch ein Video. Was ist denn da immer vor meinem Gesicht eigentlich? Ist das ein Mikro? Nein, ist das hinter mir? Ist das vor mir? Ich bin mir nicht ganz sicher, was da vor deinem Gesicht ist. Das ist, glaube ich, in der Kamera. Das ist quasi im Bildschirm. Aber das können die Menschen nicht sehen. Das sind so Raster. Ich kann tote Menschen. Dass man sieht, was da ist. Aha. Also, was? Wollen wir das machen? Du teaserst mal kurz ein Rezept an und wir machen daraus noch ein Video. Also gut, dann bin ich dabei. Ich sitze ja eh hier rum und habe nichts anderes zu tun. Ich würde sagen, wir machen unser, weil wir es gerade über Vollkorn hatten. Ja. Aber ja, da erzähle ich noch was zu Vollkorn. Also Vollkorn, wir hatten es ja von gesund, was ist denn schon ein weißes Brötchen, bla bla bla. Aber Vollkorn ist natürlich gut, da ist alles drin, das ganze Korn, inklusive Keimling. Das ist da, wo der wertvollste Teil drin ist, der für das Wachsen eigentlich gedacht war. Der ist ja gar nicht für uns gedacht. Ja. Na, das Korn soll wachsen. Und dann machen wir doch ein Vollkornbrot. Vollkornbrot aus der Tasse, weil wir ja gesagt haben, wir machen hier MacGyver. Aus der Tasse? In der Tasse gebacken. Also schnell und einfach und jeder kann es nachmachen oder nicht? Einfach ja. Schnell ist immer relativ. Also ich kriege viel, also Shitstorm ist ja wieder falsch. Viele Leute beschweren sich, wenn ich sage, das schnellste Brot hier und dann schnipse ich immer. Das habe ich erfunden übrigens. Was? Pack mal. Das schneiden wir raus. Ja. Nein, und dann sagen viele, oh, 10 Stunden warten. Das soll schnell sein. Da sage ich, ja, musst ja nicht vom Kühlschrank warten. Also, wenn ich sage 5 Minuten Arbeit, dann ist das für mich schnell, aber dann sind halt mal 10 Stunden Reifezeit. Ja. Das ist halt einfach bei Brot so. Zeit lässt sich durch nichts ersetzen. Und dann machen wir doch dieses Brot, ganz entspannt, mit dem Keimling Vollkorn in der Tasse. Schnell. Kurz umreißen, wie es geht? Ja, wir machen ein Kochstück. Das haben wir vorhin kurz angesprochen, um das Ganze saftiger zu machen. Dinkel ist immer so eine Zippe, ein bisschen so trocken. Da haben wir lange gebraucht mit Bäcker, bis wir kapiert haben, wie man Dinkel richtig bäckt. Mhm. Und der Kunde auch kapiert hat, dass man das mögen kann. Und dann, dann haben wir Dinkelflocken drin, wir haben Dinkelvollkornmehl drin, wir haben ein bisschen Sonnenblumenkerne, um das Ganze ein bisschen noch wertvoller zu machen. Und dann machen wir den Teig und dann schmeißen wir ihn einfach in die Tasse und die Tasse in den Kühlschrank. Dann gehen wir zusammen zum Ballern, gehen heute nochmal feiern, olle, olle. Morgen früh, wenn wir ausgeschlafen haben, holen wir es aus dem Kühlschrank, stecken es in den Ofen. Fertig. Das klingt so, als ob wir das jetzt machen können. Deswegen würde ich sagen, es reicht nicht, das nur zu erklären. Wir zeigen euch das auch. Also, für uns geht es jetzt in die Küche hier hinter uns. Und für euch da draußen geht es natürlich auf Instagram. Ihr schaut mal vorbei bei Axel Schmidt. Guckt euch an, was wir hier für euch vorbereitet haben. Und vielleicht erwartet euch auf YouTube auch noch ein neues Video von uns beiden. Mal gucken, was wir da machen können. Axel, mega, dass du da bist heute Sehr und gern. Noch weiter da bleibst. Und vielen Dank an euch da draußen fürs Zuhören, fürs Einschalten.
und fürs Bewerten. Schaut auch mal gerne bei unserem neuen Buch vorbei. Ich kann ja sagen, es ist ja unser Buch. Ja, es ist unser Buch. Hier, ist unser Buch. Ist ja. Und es muss ein Spiegel-Bestseller werden. Leute, ey, tut mir den Gefallen. Oh Mann, ey, sonst muss ich noch ein Buch schreiben. Ich kotze, ey, wenn ich den Aufkleber nicht kriege. Leute, ich sag's euch. Wie Schlank mit Brot von Axel Schmidt. Vielen Dank, Axel. Vielen Dank euch. Bis bald. Auf Wiedersehen. Tschüss. Ciao.